Ich hatte damals immer so ein Note, wo drauf steht, was ich erkläre. Das habe ich gelöscht, weil ich meinen PC aufgeräumt habe. Ich mache alles aus dem Stegreif heute. Das Gute ist, wir haben zwei Leute dabei, die wissen eh, wie es geht. Problem ist, wir haben zwei Leute dabei, die kennen die Regeln nicht. Das sind TV und Items, sind zum ersten Mal dabei. Ist aber relativ simpel. Wir spielen jetzt Brainlag. 50 Fragen, zwei Boards mit jeweils 25 Fragen. Das ist alles Jeopardy-Style. Ich glaube, ich kann das hier auch einmal einblenden. Gehen wir der Reihe nach durch. Ihr wählt immer ein Feld. Wir machen es auf, dann gibt es eine Frage, ihr beantwortet mit Buzzer oder mit Textfeld, das erkläre ich vorher normalerweise immer. Und je nachdem, was für ein Punktewert da draufsteht, kriegt ihr, wenn ihr richtig beantwortet, danach halt Punkte. Das Ganze geht über zwei Boards. Die letzten fünf Fragen pro Board geben immer doppelt Punkte, sprich man kann so ein bisschen strategisch sein, indem man die hohen Punkte offen lässt und dann geben die Doppelpunkte, dann kann man irgendwie ein bisschen zurückkommen. Ja, ansonsten wird aber alles gespielt, sprich wir spielen das komplette Board durch. Und dann auch ein komplettes zweites Board, das ihr nachher sehen werdet. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Wenn ihr gebuzzert habt bei einer Frage und falsch antwortet, dann ist euer Buzzer locked. Sprich, man kann nicht zweimal buzzern. Plus, ihr verliert, wenn ihr falsch antwortet bei einer Buzzerfrage 50% von dem Punktewert. Sprich, bei 500 Punkten, ihr antwortet falsch, verliert ihr 250. Nur bei Buzzerfragen übrigens. Ihr habt zwei Joker, die seht ihr rechts an eurer Kamera. Die könnt ihr jeweils einmal über die gesamten zwei Boards benutzen. Also insgesamt einmal jeden der beiden Joker. Der eine ist, ihr könnt jemanden pausieren lassen. Wenn aus irgendwelchen Gründen Philipp Erster ist, mit ganz vielen Punkten Vorsprung, dann könnt ihr alle drei Philipp eine Runde pausieren lassen. Bietet sich natürlich bei doppelten Punkten dann sehr stark an. Und der zweite Joker ist, dass ihr einmal den Punktemalus beim Falschantworten aushebeln könnt. Die Joker werden nicht benutzt, während eine Frage offen ist, sondern immer nur vor dem Wählen einer Frage den Joker an. Sagt ihr mir am besten einfach, weil wir das nicht automatisch drin haben, aber das kriegen wir hin. Und dann könnt ihr theoretisch einmal antworten, ohne dass ihr Minuspunkte kriegt. Das war's aber, glaube ich, im Großen und Ganzen. Das ist wirklich super simpel. Es sind Videogames. Ich glaube, es ist ganz normal, weil ich die Fragen gemacht habe, dass alles immer so ein bisschen in eine Richtung geht, wo ich mich so ein bisschen mit auskenne. Ich habe versucht, Dinge reinzunehmen, die jeder irgendwie hoffentlich vielleicht mal gesehen hat. Kann ich aber nicht immer versprechen. Weiß natürlich auch nicht, was ihr alles gespielt habt. Aber es ist sehr breit gefächert. Nicht super krasser Schwerpunkt auf Nintendo oder PlayStation oder sonst was so. Es ist gut durchgemixt, hoffentlich. Ansonsten würde ich wahrscheinlich gleich die erste Person auswählen, die starten darf. Und dann fangen wir an. So, jetzt werde ich rausfinden, ob Flo den Random-Teilnehmer-Pick gefixt hat. Hat er gemacht. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Gewonnen. Und Zombie fängt an, super. Ich muss heute voll darauf achten, dass ich nicht andauernd Zombie sage. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Das fand ich voll nicht so gut. Ja, für dich. Für dich. Ja, aber ich versuche diesmal nicht so viele Leute zu triggern. Zombie. So, du fängst an. Ich darf jetzt einfach eins aussuchen. Du darfst einfach eins aussuchen und dann gehen wir da rein nach durch. Ja. Logo Fusion 400. Logo Fusion 400. Das ist ja meine Photoshop-Künste. Ja. Die habe ich beim letzten Mal schon sehr gemocht. Ja, die waren gut. Genau, Logo-Fusion ist relativ selbsterklärend. Ich habe zwei Logos aus der Videogame-Welt fusioniert, kombiniert. Ich will von euch einmal beantwortet haben, welche beiden Logos gesucht sind. 400 ist vielleicht ein bisschen tricky, aber vielleicht kommt ihr drauf. Sprich, ich brauche beide Logos für eine richtige Antwort. Und das erste Logo seht ihr in 3, 2, 1. Scheiße, warum hab ich gedrückt? Das ist Minecraft beide, plus Nintendo 64. So, wir zeigen das Ding nochmal an. Flo, das musst du, glaube ich, wieder machen. Ne? Ich habe da immer noch keinen Button für. Das müssen wir mal einfügen. Ich kann das leider nicht wieder sichtbar machen. Wenn ihr gebuzzert habt, sieht man das Ding nämlich nicht mehr. Philipp, du sagst Minecraft und N64. Und es ist absolut korrekt. Ist richtig geil. Es ist absolut richtig. Ich dachte mir, das ist eins von den schwereren tatsächlich. Es war auch schwer. Für 400 Punkte. Ich hab Glück. Geil. Aber kriegst du auf dein Konto. Sehr, sehr gut. Ich dachte mir, ey, das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt, aber man kann eventuell draufkommen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich erraten kann, weil ich kenne sonst nur World of Warcraft und League of Legends. Ja. Aber du kennst. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Er lügt. Ja, das stimmt. Er lügt. Das ist Quatsch. Stevie! Jo. Pick mir gerne die nächste raus. Ich nehme mal Ohrwurm 200. Ohrwurm 200. Sind da die Soundfragen? Deswegen ist es wichtig, dass ihr gleich hört. Bei Ohrwurm 200 kriegt ihr einen Videogame-Soundtrack. Es muss nicht
der Main-Soundtrack sein, sondern irgendein Musiktitel aus einem Videospiel. Und ich hätte von euch gerne das Spiel. Das. Ich sag's normalerweise dazu, so, in dem Fall, gebt mir Franchise, das passt. Und den Sound. Wir spielen diesmal komplett ab, ihr kriegt das nicht in Segmenten, sprich, ihr passt am besten gut auf. Buzzert und sagt mir, welches Videospiel gesucht ist. 3, 2, 1. Oh. Overwatch. Es hat ein bisschen gedauert, ne? Es hat ein bisschen gedauert. Der Anfang. Das Team so richtig angefangen hat. Bei den Trommeln war ich noch nicht sicher. Es hat ein bisschen gedauert, aber Overwatch ist absolut richtig. Was? Ja. Punkte. Mir so 200 Punkte. Der Anfang. Ja. Ich meine, immer noch selbe Firma, immerhin. Hat Blizzard auch Star Trek gemacht? Nicht Star Trek. Achso, StarCraft hatte ich im Kopf. Ich war bei Star Trek. Irgendwas mit Star. Ja. Star Wars. Ja, nee, absolut korrekt. Zombie, 200 Punkte auf deinem Punktekonto. Mal nicht Minuspunkte, ja. Ja, perfekt. Philipp. Was ist das in der Mitte? Stern. Dann nehme ich Stern 400. Sehr gut. Sternchen 400. Ist die Emoji-Kategorie. Oh, okay. Gleich. Ja, Boomer benutzen sehr viele Emojis. Wir sind alle jetzt nicht super jung, glaube ich. Hallo? Bestimmt hin. Ja, ey, ich will euch nichts unterstellen oder so. Alle jung hier. Wir sind super jung. Zumindest alle nicht mehr 20. So. Oder ich komme hier eh nicht mehr raus. Emoji-Kategorie. Ihr kriegt 3 Emojis von mir. Müsst mir sagen, welches Videospiel gesucht ist. Braucht das genaue Videospiel in dem Fall. Und es muss nicht unbedingt nur der Titel übersetzt sein, man muss manchmal auch so ein bisschen reininterpretieren, ne? Es ist nicht einfach nur der Titel in Emojis, sondern kann auch einfach das komplette Spiel irgendwie bildlich dargestellt sein. Und die ersten 3 Stück kriegt ihr in 3, 2, 1. Borderlands 2? Borderlands 2. Ich hab Arschgaul gesehen und musste an Borderlands denken. Borderlands 2 ist tatsächlich falsch. Darf ich jetzt noch? Ja, ne? Ja. Borderlands 3. Borderlands 3 ist falsch. Oh! Das wäre es jetzt gewesen, ey. Die immer noch Buzzern und Borderlands 4 sagen. Soll das sein, ey? Oh, stimmt, Flo, wir müssen die Minuspunkte umstellen. Das sind gerade nur 25%, glaube ich. Er kriegt nur ein bisschen abgezogen, leider. So, ich gebe euch mal einen Timer. Wenn ich ihn finde. Hier ist er. Alter, ist das cool. Wie macht die Tatsache fertig, dass das ein Einhorn ist und kein Pferd? Bin ich ehrlich. Nicht mehr lange. Ich hab no clue. Boah. Philipp hat gar keine Ahnung. Ich versuch's noch. Ist das das Deadpool-Game? Ist das deine Antwort, Adams? Ja, das Deadpool-Game? Ja, Deadpool. Deadpool ist leider auch falsch. Und damit sind wir durch. Mal den Timer nochmal an. Ja, so, ob ich gewonnen hätte, die Frage. Ja, da wurden ein paar Minuspunkte gesammelt. Ja, Borderlands 2 und 3 sind sehr nah dran. Aber es ist leider nicht ganz das, was gesucht hat. Bin mir nicht sicher, aber das Spiel, das hier gesucht war, ist natürlich ein bisschen frech. Es ist ein bisschen frech, okay? Es ist Tiny Tina's Wonderland. Okay, das wäre das nächstbeste gewesen. Es wäre das nächstbeste gewesen. Okay, wofür steht die Bombe? Für Tiny Tina. Okay, ja. Aber müsste die Bombe dann nicht vor. Ja, egal, das Pferd ist ja auch nicht im Titel, okay. Ich habe jetzt noch an Robot Unicorn Attack gedacht, aber der Pferd. Da habe ich auch erst mal gedacht, ja. Ja, das wäre, glaube ich. Das geht. Da weißt du, dass jemand nicht super jung ist. Das haben wir auch in der Schule gespielt. Was soll denn das sein? Nee, ist sogar nicht böse gemeint, aber Robot Unicorn Attack ist ja komplett retro, oder nicht? Hä, ich war über 20, als ich das gespielt habe. Echt? Ich hab gestern erst noch angespielt, also.
Ich auch. Hätte einen guten Soundtrack gehabt. Das stimmt. So, ich muss aufhören, auf eurem Alter rumzureiten. Ja. Und auf meinem. Und die Frage schließen. Niemand hat es beantwortet. Und Zombie Divi und Final Cuts haben ein paar Minuspunkte gesammelt. Aber nur ein paar. Flip Freud. Ja, nur ein paar. Sind nur 200. Ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Items. Ich würde schätzen, aber die vierte nehmen. Die vierte von oben. Schätzen. Die vierte. Die vierte von oben. Ja. Eins, also zwei, die zweite drei, von unten. Vier. Okay. Zweite von unten hilft mir. Das ist sehr gut. Oh, Texteingabe. Genau. Okay. Schätzen ist. So, schätzen ist eine Frage, bei der ihr ein Textfeld kriegt. Sprich, jeder antwortet. Dafür gibt es keine Minuspunkte. Wenn ihr falsch liegt, passiert nichts. Ihr kriegt, wenn ihr am nächsten dran liegt, an der gesuchten Antwort, 400 Punkte plus 200, wenn ihr eine Punktelandung liefert. Hui. Was bei Schätzen normalerweise aber echt schwer ist. Bei der Frage, ja, theoretisch möglich. Schätzfrage, wie viele Pellets findet man auf einer klassischen Pac-Man-Map? Was sind denn Pellets? Ja, diese kleinen Punkte. Die gelben Bälle, die man einfach sammelt. Es geht um sammelt. Paletten in Dead by Daylight. Nee. Wie viele Paletten? Nee, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Muss ich das bestätigen? Es hat mich auch sehr stark gewundert. Ja, das weiß ich aus dem Kopf. Du musst nichts bestätigen. Ne? Ich lock die Antwort irgendwann ein. Ihr müsst nichts bestätigen. Genau, dass die Camps gerade reloadet haben ein paar Mal, hat keiner gesehen. Das passt. Wie viele Pellets findet man auf einer klassischen Pac-Man-Map? Ihr habt alle eine Antwort gegeben. Ich logge die mal ein. Jetzt. Ja, okay. Meint. Sollen wir das ist ein Countdown sogar. Ja, jetzt nice. Hat man immer so Last-Second-Änderungen. Sind in Ordnung. Hätte mich gewundert, wenn das irgendjemand von euch weiß. Ihr seid auch alle nicht nah dran. Aber ihr habt es versucht. Ja? Wir haben einmal Zombie mit 65. Das ist der niedrigste Wert. Divi hat mir 100 gegeben. Und aus irgendeinem Grund haben sowohl Philipp als auch Items 128. Mich interessiert, so richtig warum du random. Hast. So richtig random. Ja, also einfach mal. Da hat irgendwer hat abgeschrieben. Mhm. Und die richtige Antwort ist tatsächlich 240. Sprich, Philipp und Items sind da. Feine Katze. Ja? Nehmen wir, ne? Sind am nächsten dran und kriegen beide die 400 Punkte. Ja. So viele, krass. Ja, es sind echt viele. Krass, ja. Schätzen gibt gut was aufs Konto. Oh. Ich dachte mir, alte Spiele gehst du immer mit den Bits richtig. Also 8, 16. Ja, habe ich auch genau tatsächlich auch deswegen gedacht. Ich dachte, 64 wäre zu wenig, das habe ich 128 genommen. Genau. Ich habe einfach meine Runde schon sehr lang gespielt, deswegen waren alle weg. Deswegen waren nur noch 60 Kugeln. Jetzt sind wir auch alle weg. Ja, wir haben irgendein kleines Problem mit den Kamera-Reloads. Das ignorieren wir einfach. Haben sich schon. Hat keiner gesehen. Ja, ja, das ist ein Bummer. Ja, Flo, keiner hat das gesehen. Ist alles gut. Tommy, ja, du bist dran. Dann nochmal schätzen das Dritte. Nochmal schätzen das Dritte. Da werden Kameras wieder reloaded, weil das Textfeld. Ich glaube, immer wenn das Textfeld angeblendet wird, dann. Kameras weg. Nee, aber mein, doch noch nicht. Dann wähle ich es absichtlich ab jetzt immer aus. Perfekt. Schätzen, dritte Frage, wieder 400 Punkte. Ich von euch gerne einmal wissen, wie viele spielbare Charaktere es in Super Smash Bros. Ultimate gibt. Insgesamt. In Ultimate? Ist das Neueste, richtig, ne? Das ist das Neueste. Ja. Und ein kleiner Hint, das ist inklusive Echos. Echos sind Charaktere, die dasselbe Moveset wie ein anderer Charakter haben, plus der Pokémon-Trainer wird als einzelne Charaktere gezählt, soweit ich weiß. Ja, okay. Oh, das sind eine Menge. Sind da mittlerweile überhaupt alle erschienen oder kommen da noch neue dazu? Es kamen immer wieder mal DLCs. Es sind alle erschienen, weil ich glaube, dass. Ich weiß nicht, wer es genau war, aber es kam irgendein Charakter und dann hieß es so, das war der letzte.
Okay. Schon ein bisschen. Dann müsste Steve gewesen sein. Das war, glaube ich, der letzte, der dazugekommen ist. Also Minecraft Steve. Das schon kann so lange sein. Draußen? Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, ist schon ein paar Jahre. Dann 4, 5 oder so? Mindestens? Ich war 90 kurz raus. Meine Eingabe. 95? 2019. Ja, 95 verstanden. 95 wäre ein bisschen krass gewesen. Ja, ja, ich gebe euch mal einen Timer. 15 Sekunden. Könnt nochmal Last Second ändern, wenn ihr Bock habt. Kam übrigens nicht 2019 raus. Nicht? Nee. 2018? Ja. 2018, aber im Dezember. War es knapp dran, Philipp. War es knapp dran. So. Ja, mein Internet spinnt gerade ein bisschen. Ich hoffe, es klappt alles noch weiter. Ja, aber lustigerweise ist deine Kamera die einzige, die nicht ausgeblendet wird, weil du keine Kamera hast, glaube ich. Ne? Ist einfach nur. Also ich habe es als virtuelle Kamera aktiviert. Ja, ja, ich auch. Merkwürdig. Meinst du, dass VTuben hilft? Oder kann ich helfen? Hallo. So. Wie viele spielbare Charaktere gibt's in Smash Bros. Ultimate? Keiner von, also, weiß nicht, ob ihr regelmäßig Ultimate spielt. Nicht mehr. Aber ich glaube nicht. Lange nicht angehabt. Ja. Zumindest nicht im Stream. Tommy hat mir diesmal 60 gegeben. DB45. Philipp 99 und Feine Katze 57. Jetzt bin ich ja viel zu hoch, ey. Ich glaube, ich bin viel zu niedrig. Ich glaub, es gibt viele. Niedrig, bis ja, auf. Es gibt im Vergleich zum ersten Teil sehr, sehr viele. Es sind sehr viele dazugekommen. Nach und nach. Die Hälfte davon sind, glaube ich, irgendwelche Fire Emblem Charaktere, die niemand kennt. True. Und deswegen kommt man insgesamt auf 89. Let's Damit hätte Philipp aus irgendeinem Grund schon wieder 400 Punkte durch Schätzen auf sein Konto erspielt. Mensch, Philipp, du alter Schätzfuchs. Ich bin ein Schätzfuchs, du. Ja. Ja. Ist ja wild. Ey, da kamen aber auch wirklich viele DLCs dazu. Ne? Das hat mit diesem Joker-DLC von Persona angefangen und dann ging es richtig ab. Ja. Das ist gar nicht mehr, glaube ich, so ein krasses Meme. Also es gibt ja wirklich super viele Fire Emblem-Charaktere schon, oder? Ja, ja, es gibt wirklich. Ja, auch manchmal so ähnliche Movesets haben und. Das ist sogar irgendwie Solid Snake mittlerweile drin. Ja, ja, aber der ist ja schon länger drin. Ja. Wer? Solid Snake war damals auch schon drin bei. Snake war Grundteilnehmer bei Brawl, ja. Und bei Ultimate auch. Genau. Wie ist das überhaupt passiert? Weiß das jemand von euch? Weil. Solid Snake hat ja eigentlich relativ wenig mit Nintendo zu tun, oder? Es gibt ein paar Charaktere, die nicht unbedingt was mit Nintendo zu tun haben. Aber es gibt ja auch, es ist immer so, wenn die Spieleentwickler sich untereinander von den Genres her mögen und irgendwie der Metal Gear Erfinder kam ja da irgendwo auch aus der Richtung. Ja, ist interessant. 89. Sehr viele. Philipp 400 Punkte. Divi gibt mir nächste Frage. Warum hat er eine größere Zahl als ich? Ja, mehr Punkte hat. Sternchen 300. Sternchen 300. Machen wir auf. Ich krieg wieder 3 Emojis von mir. Ich krieg von euch im Idealfall das genaue Videospiel, das gesucht ist. Genauer, okay. Das genaue Videospiel. Yes. 3, 2, 1. Metal Gear Solid? Aha. Das genaue Videospiel-Items? Das Remake. Ich kenne keine genaue Bezeichnung von den Metal Gear rein. Kann ich dir nicht geben. Ich kenne. Gibt's Steel Rising? Gibt's das? Das eins? Oder ist das ein Pokémon-Set? Das ist ein Pokémon. So oder so muss ich dir leider für Metal Gear Solid Steel Rising Punkte abziehen. Das ist nicht die richtige Antwort. Metal Gear Solid Divi. 3 Snake Eater. Metal Gear Solid 3 Snake Eater klingt ein bisschen besser. Ja, klingt ein bisschen besser als Steel Rising tatsächlich. Dafür kriegst du 300 Punkte, das ist korrekt. Adams, die Idee war gut und es war auch gar nicht geplant, dass wir über Solid Snake geredet haben und dann die Metal Gear Frage kam. Aber die Antwort ist komplett richtig, es ist Metal Gear Solid 3 Snake Eater. In den anderen Teilen ist da nicht so viele Schlangen, glaube ich. In Steel Rising ist da keine einzige Schlange tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel existiert, aber er ist keine Schlange in dem Spiel.
Ja, Divi, 300 Punkte. Bist wieder am Plus. Ja. Sehr gut. Ich gebe mein Bestes, sie bald wieder zu verlieren. Ja, es gibt noch viele Möglichkeiten dafür. Philipp. Ich würde mal die Buzzer-Kategorie aufmachen mit einer knackigen 300. Die Buzzer-Kategorie mit 300. Ich bin gefragt worden im Chat, warum eine Zigarette, weil der Zigaretten gegessen hat. Weiß aber auch nicht, warum. Ja. Hatte Hunger. Ich weiß nicht, warum. Gibt es da eine Erklärung für? Ich weiß es gar nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall eine Packung Zigaretten gemampft. Weiß nicht, wenn gerade keine Umwelt, Schlange war. Damit sie nicht auf den Boden geworfen werden, vielleicht. Vielleicht. Wann hat er Zigaretten gegessen? Ich habe das echt oft durchgespielt. Ist das nicht im ersten Teil sogar, Ich meine, er raucht die ganze Zeit in dem Spiel, aber... Aber ist das nicht im ersten Teil sogar so ein Punkt, dass er irgendwie Zigaretten gegessen hat oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber du hast ja auch, du startest ja im ersten Teil, also nicht im ersten Teil, aber in dem PlayStation 1 Teil, da startest du doch auch mit einer Schachtel Kippen, oder nicht? Kippen hat man immer irgendwie dabei, ja. Ja. Ja, selbst dann, ich weiß, vielleicht habe ich das aus irgendeinem Grund im Kopf und es ist komplett Humbug, aber ich glaube, er hat Zigaretten gemampft. Keine Ahnung, googelt. Ich kann es euch nicht erklären. Glaube ich dir. Zombie, google einfach danach. Ich wette, es ist absolut richtig. Vielleicht ist es aber auch falsch. Wer weiß. Philipp, du hast gesagt, Buzzer 300, ne? Yes, sir. So. Genau, er hat Zigaretten dabei, damit er rauchen kann, um Laserschranken zu sehen. Ist schlauer Mann. Das ist das Übliche halt. Ja. Aber wenn man raucht, verliert man Leben. Wie möchten. Kim Possible hatte dafür immer Parfüm dabei. Ist auch schlau, ja. Das ist nicht so gesundheitsschädlich, ne? Kommt drauf an, ob man es trinkt. Ja, gut. Guter Punkt. Man kann alles falsch verwenden. Man kann alles falsch verwenden. Ja, die Dosis macht's Gift. Buzzer 300. Der hat die Scheibe gegessen, um die reinzuschmuggeln. Im ersten Teil, ja. Okay. Ja, siehst du, ich habe recht. Krass. Natürlich. Warum auch immer. Wild. Buzzer 300. Geh mal weiter am Text. Nenne mindestens 2 Crossover-Charaktere, die in den Tony Hawk-Spielen zugänglich sind. Shrek und Boba Fett. Boba Fett bin ich aber nicht sicher. Was? Geht bei Tony Hawk ab. Das ist doch gerade ein Meme, oder? Es gab sogar dieses Laserschwertkind und sowas in dem Spiel in den ganzen alten Teilen, aber ich weiß gar nicht mehr, es war so wild. Ich nenne einfach 2, wird schon richtig sein. Du hast gesagt Shrek, ne? Shrek und oh mein Gott, es gab so irgendwelche Star Wars Charaktere, gab es hundertprozentig, aber ich weiß nicht welche. Oh. Ja, du hast mir gesagt Shrek und Boba Fett. Ja, ich bleib bei denen. Du bleibst bei denen. Und dafür muss ich dir leider 150 Punkte abziehen, Zombie. Aua. Das ist nicht richtig. Dann kann ich nur auf das weiterraten und sage auch Shrek, aber ich füge Darth Vader hinzu. Shrek und Darth Vader. Items red rein und verliert 150 Punkte. Sehr gut. Das war meine Falle. Ideal. Und mit reingezogen. Philipp sitzt wieder da und wartet einfach, bis die auch noch passiert. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung von Tony Hawk, aber bleiben wir doch mal bei Shrek und Spider-Man. Ollet? Du hast keine Ahnung von Tony Hawk. Ich weiß, dass Spider-Man drin war. Ich habe das letztens irgendwo, als der letzte Teil rauskam, habe ich da irgendwas von gesehen. Aber Shrek? Ich meine, den mal da gesehen zu haben, aber es kann ja auf YouTube irgendwas Divi, gewesen sein am Ende. Divi rät auch rein und das gibt 300 Punkte auf dein Konto, weil Spider-Man mit dabei ist. Zombie, es tut mir echt leid. Es ist leider nicht Boba Fett, es ist Jango Fett und Darth Maul wäre auch mit dabei gewesen. Nicht Darth Vader, sprich, ihr habt, kleiner Teil davon war nicht richtig, leider. Aber es ist relativ viel mit drin, ne? Das, was Fortnite jetzt macht, Tony Hawk hat das schon lange gemacht. Schon lange mit Shrek und Spider-Man durch die Gegend fahren. Ich wusste aber nur von Spider-Man. Ich dachte tatsächlich auch, dass Spider-Man der einzige Charakter wäre, der je in Tony Hawk war. Shrek und Spider-Man waren, glaube ich, sogar schon in dem zweiten Teil. Ja, daran erinnere ich mich eben. Aber im zweiten waren Spider-Man und Darth Maul, glaube ich. Und später kam dann so Shrek dazu und irgendwann
ein paar mehr. Oh ja. Gibt auch relativ viele Crossover, aber halt nicht alle als spielbaren Charakter. Besonders Darth Maul wollte ich ja auch noch sagen, war mir unsicher. Ah. Ja, ja, ja. Hätte man es einfach nur gesehen, hätte ich auch Boba Fett gesagt, weil ich den Unterschied zwischen Jango Fett und Boba Fett halt nicht so. Die sind Klone, sehen, ich will meine Punkte, die sind eh derselbe. Mehr oder weniger? Ja, aber. Gib mir die Hälfte von meinen Punkten. Mehr oder weniger? Das ist. Nee, da bleiben wir hart. Da steht Jango Fett. Das war leider die Antwort, die ich brauche. Und, Items, du gibst mir gerne die nächste. Ich hätte gerne Ohrwurm 400. Ohrwurm 400? Ja. Sehr gut. Hatten wir erst eine? 400 gebe ich dir. Spitzt die Lauscher. Ihr kriegt wieder Musik aus einem Videospiel und ich brauche den genauen Titel. 3, 2, 1. Ich versuch's einfach. Ich bin mir fast sicher. Ist das Cooking Simulator? Das ist so eine weirde Antwort, wenn sie nicht stimmt, aber ich... Feine Katze versucht's für 400 Punkte mit dem Cooking Simulator. Das ist in der Tat eine sehr weirde Antwort. Und leider auch falsch. Leider, Items, es tut mir sehr leid. Cooking Simulator. Mut zum Buzzer. Mut zum Buzzer, so ist es. Ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, ihr könnt euch kein Risiko machen, aber das lohnt sich wahrscheinlich erst mehr bei den doppelten Punkten. Wir gehen nochmal rein. Kriegt ein Timer von mir? Also würdest du mich zu der Musik nach einem Date fragen, würde ich ja sagen, aber ich erkenne nichts. Ja, ist sehr gediegen. So, wir sind einmal durch. Timer läuft. Keiner von euch gibt eine Antwort. Smash Lunatic schreibt im Chat Sims. Dafür kriegst du auch nochmal direkt 200 Minuspunkte, Franzi. Let's go! Das ist komplett falsch. Was ihr hier gehört habt, ist. Und ich glaube, wenn ihr es seht, wisst ihr sofort, dass es das Spiel ist. Aber man muss es erstmal zuordnen. Es ist Getting Over It. Oh ja. Habe ich nie mit Musik gespielt. Ja, das ist die Musik, die einen immer so komplett wegtiltet, wenn man spielt. Es ist so super ruhig und dann fällt man runter und ist einfach sauer. Oh, ich habe dazu immer so Scooter und sowas gehört, als ich das gespielt habe. Ich habe auch immer Videos gesehen, wo andere Musik braucht man aber auch. So braucht man so ein bisschen. Ja, aber ist rage-inducing so, wenn du so einfach so ruhige, jazzige Musik hast und das Spiel einfach ein kompletter Tilt ist. Ja. Mhm. Items, du hast Punkte gekriegt, zwar Minuspunkte, aber. Hey, Punkte sind Punkte. Stimmt, für den Cooking Simulator. Yay! Hätte aber auch gepasst. Ich möchte Stern 600. Let's go. Oi. Stern 600. Räumt da die potenzielle 1200er Frage aus dem Weg. Aber ihr kriegt jetzt unter Umständen 600, indem ihr mir sagt, welches Spiel bei diesen drei Emojis gesucht ist. Ich will den. Ja. Doch. Ich will schon erkennen, welches Videospiel gesucht ist. So viel sage ich. Ich lasse mir ein bisschen was offen, aber. 3, 2, 1. Divi ist erschüttert. Ich sitze auch hier so sehr verwirrt. Ja, gut. Also, wenn es um Minuspunkte gehen würde, kein Problem. Hätte ich dir direkt eine Antwort. Ja, Minuspunkte sind tendenziell immer ein bisschen leichter als Pluspunkte. Ja, das würde ich auch sagen. Tendenziell. So, ihr guckt mich alle sehr verdutzt an. Ich starre noch Zombie, auf die Emojis. Der guckt sehr zufrieden, aber es ist, ja. Ihr kriegt einen Timer. Es sind auch 600 Punkte, ne? Die sind nicht ohne im Regelfall. Es ist nicht Cooking Simulator, kann ich sagen. Ich hätte Street Food Fighter gesagt, aber ich glaube, Street Food Fighter. Warum ist da ein Ohr? Das Ohr? Weil es hier um Mike Tyson geht.
Was hat Mike Tyson mit. Ich kenne mich nicht mit dem Ohr abgeknabbert. Das ist so relativ. Ja. Der hat mal in einem Kampf jemandem Ohr abgebissen. Warum ist das in einem Kampf? Weil er ein Videospiel hat. Es ist Mike Tysons Punch-Out. Gehört. Das ist die richtige Antwort. Ja, das ist Mike Tysons Boxspiel und. Na? Das eine würdige 600er-Frage, würde ich sagen. Und wer hat das gegessen? Bitte? Warum Messer? Ja, Mike Tyson ist Ohr. Deswegen sind Gabel und Messer dabei, weil er ein Ohr gegessen hat. Mhm, also die ersten zwei Emojis, die. Nur abgebissen? Die ersten zwei, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat, ob er sich schmecken lassen hat, aber ich bin mir nicht sicher. Die ersten zwei Emojis deuten quasi auf Mike Tyson hin und das dritte auf Boxen, also alle drei irgendwo. Und auf irgendwo. Mike Tyson, ne? Also, wow. Du musst da immer so um eine Ecke denken quasi. Es ist nicht immer der direkte Titel, der irgendwie in Emojis übersetzt ist. Ja. Ja, 600 Punkte ziehen ins Land, es tut mir leid. Zack. Aber es gibt ja noch ein paar Felder. Divi. Oh. Dann nehme ich mal Ohrwurm 300. Wee. Ohrwurm 300. Christa, spitzt da die Ohren. Aber nicht abbeißen. Nicht abbeißen, richtig. Da komme ich gar nicht dran. 3, 2, 1. Rocket League? Rocket League. Schätze ich mal. Schätzt er mal. Weil sonst wüsste ich es auch nicht. Dann nehme ich lieber Minuspunkte. Nee, in dem Fall kriegst du Pluspunkte. Das ist Jawohl. Rocket League. Habe ich selber gespielt tatsächlich. Und also ich habe einfach random ein paar Videogame-Soundtracks gegoogelt und so. Ich habe nie den Rocket League Soundtrack gehört. Ich hatte Rocket League zuletzt 2017 offen. Ja. Aber es hat mich an irgendwas erinnert. Rocket League, absolut richtig. Hat voll wieder so zurück JRPG. Im Post. Soundtrack, so ja, es klingt sehr wild, aber es ist halt auch ein Indie-Titel, kurz Angst, ne? Street Fighter oder sowas ist, ja. Hätte ich gar nicht gewusst. Ist aber auch ein Banger-Soundtrack. Ja. Es ist sehr funky. Oh. Sehr funky. Wäre ich nie auf Rocket League gekommen bei. Ich auch nicht. Aber es klingt überhaupt nicht wie Rocket League, aber es ist Rocket League und damit ist Zombie wieder ein Plus. Jawohl. Philipp. Nehmen wir den mal. Wir nehmen Schätzen das Oberste. So, dann finden wir jetzt raus, ob die Kameras gehen. Schätzen das Oberste. Sieht erstmal gut aus. Du auch, Lesk. Ach, Philipp. Dankeschön. Ihr alle. So. Schätzen wieder einmal für 400. Würde ich gerne von euch wissen. Na, Dota 2 habt ihr alle sehr häufig gespielt. Ja, ist das einzige Modus, was ich lang gespielt habe. Sehr gut, dann kannst du mir vielleicht sagen, Adams, um dich wieder ins Plus zu befördern, wie hoch der Preispool der Dota 2 Weltmeisterschaft in 2021 war, im der International. 2021, der Preispool fürs Dota 2 International. E-Sports weiß ich halt auch gar nichts. 21, ich hab auch ne? Gar keinen 21, Plan, ey. Richtig. Gerade sagen, trennt mir das gerne irgendwie mit Punkten im Tausenderbereich, so damit ich ungefähr raffe, was ihr reintippt. Was bei mir alles ein bisschen kleiner ist. Das Overlay. Dota 2. Ich wusste gar nicht, dass Dota 2 noch gibt, tatsächlich. Zumindest ist eins der bestlaufenden Spiele auf Steam mit CSGO und so. Ja, natürlich. Also dadurch überlebt Steam es alleine. Es ist so, ne? Wenn du halt sehr viel so nur so im League-Kosmos unterwegs bist, weiß ich nicht, verliert man da irgendwann so den ja. Blick drauf. Verstehe ich. Auch so CSGO, ich folge so ein bisschen Valorant, aber dadurch halt auch weniger CSGO und kriege dann halt auch weniger so von Competitive mit. Ja. Mal gucken, wie es bei euch ist. Ihr kriegt einen Timer von mir. Könnt noch ändern, falls ihr Bock habt. Also ich weiß, bei Dota immer nur hohe Spielerzahlen, aber ich kenne niemanden, der das jemals gespielt hat. Ja. Ich habe sehr hoch gegriffen bei mir, aber es müsste eigentlich ungefähr sein. Warte mal, wie hoch ich gegriffen habe. Okay, jetzt komme ich mir ganz so schlecht vor.
Ja. So, in Dollar übrigens, aber es ist jetzt nicht so der krasse Unterschied aktuell, deswegen ist mir das ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob da jetzt Euro oder Dollar steht. Super. Prize Pool, Dota 2, Leute spielen Videospiele, gewinnen unter Umständen sehr viel Geld. Wie viel Geld genau? Da habt ihr Folgendes geschätzt. Tom hat gesagt, 10 Millionen. Let's go. Auf jeden Fall schon komplett insane ist. Höher gegriffen als ich, ja. Ich kann ja auch dazu sagen, es gibt in Dota 2 beim International seit ein paar Jahren das Kompendium. Ja, diesen Pass. Soweit ich weiß, das ist so ein Pass, den man sich in-game kaufen kann und ein Teil von dem Erlös fließt dann quasi mit in den Prize Pool beim International mit ein. Sprich, der Prize Pool ist zu großen Teilen, soweit ich weiß, crowdfunded. Dann haben wir hier bei Divi und bei Items die 5 Millionen. Oh Gott, oh Gott. Und bei Philly Steinkopf 50 Euro. 66,4 Millionen. Aber die kommen 4 uns raus. Ich weiß, dass Fortnite 100 Millionen hat und damit den größten Prize Pool hat über die erste Weltmeisterschaft. Und ich weiß, dass League immer sehr, sehr wenig hat. Also da gewinnt das Gewinnerteam irgendwie 1 Million. Und der Gesamtpool ist so bei 10, glaube ich. Und deswegen dachte ich so 66 vielleicht. Oh, und ich dachte so, Fortnite hat so einen krassen, naja, Dota wird schon nicht so viel haben. Dota wird immer gemobbt früher, in Anführungszeichen, weil das geliebtere Kind von Steam war. Während CSGO da nur ein paar Millionen gekriegt hat, war Dota immer extrem hoch. Dota war immer crazy mit den Preispools. Genau, nachdem dieses Compendium, weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, aber da sind immer sehr krasse Preispools entstanden, dadurch, dass es halt teilweise crowdfunded war. Und ich glaube, Dota 2 hatte vor Fortnite auch den Rekord und der liegt bei 40,02 Millionen US-Dollar. Let's go. Sprich, Philipp holt sich auch die nächste Schätzfrage. 400 Punkte, 40 Millionen ist komplett insane. Ja, kannst du nur davon machen, absolut absurd. Ne? Aber 100 Millionen Fortnite ist auch einfach, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also es ist wie viel hat der Erste gewonnen? War das nicht Buga? Buga oder so? Ja, ich glaube, der hat einfach Blank auf der Hand 2 Millionen oder so bekommen, ne? Ja, kann man machen. Krass, so. Ich hatte erst 1 Million da stehen, dachte ich so, komm, mach's auf 10. Ah, nee, mach's auf 5, das ist doch ein bisschen krass. Ja. Nee, das ist ganz oft so in der Kritik gewesen, so bei League of Legends, weil die halt einen relativ kleinen Prize Pool hatten im Vergleich zu Dota, aber die crowdfunden halt auch nicht über Skins oder so. Mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Aber früher war das immer nicht so. Krass. Ja, Philipp, ein weiteres Mal. Juhu. 400 Punkte für Schätzen. Zieht ein kleines Stück davon, aber die Swings kommen ja noch. Letzten 5 Fragen auf dem Board, wie vorhin erwähnt, geben doppelte Punkte. Und Items kann eine davon jetzt erstmal wegnehmen. Ich nehme jetzt hier ganz frech die Logo-Fusion 300. Oh, die Logo-Fusion 300. Hatten wir erst eine von. Picken wir die zweite raus. Ihr erinnert euch, ich habe 2 Logos irgendwie kombiniert mit Photoshop und ihr müsst mir bitte einmal sagen, welche beiden Logos fusioniert wurden. Wenn ihr nur eins sagen könnt, kriegt ihr keine Punkte, sondern Minus offensichtlich. In 3, 2, 1. Ah, fuck, nein, Mann. Eine Sekunde. Ja. ich wollte gerade Rockstar und PlayStation. Rockstar und PlayStation ist absolut richtig. Ja, ich weiß nicht, ob man das Fragebild nochmal einblenden kann. Geht das? Ja. Jo. Ja, perfekt. Perfekt. Rockstar und PlayStation. Punkte, Zombie. 300 Stück auf dein Konto. War schnell. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der Bugatti-Basser hier. Und du kannst mir sogar direkt die nächste Frage. Logo Fusion 500. Logo-Fusion 500. Direkt hinterher. Richte wieder ein Logo in 3, 2, 1. Rocket League und Candy Crush. Das war extrem schnell. Du sagst, dass Rocket League quasi nochmal dran kommt. Ja. Das würde heißen, dass ich übersehen hätte, dass ich Rocket League schon auf dem Board hatte. Nö. Das heißt einfach, dass du es zweimal hast. So, ja. Normalerweise mache ich Sachen nicht zweimal drauf. Ist auch ganz. Normalerweise, aber ja, manchmal übersehe ich es. Kann man sich immer nicht drauf verlassen. In deinem Fall, wir blenden es nochmal ein. Guck mal aufs Logo. So sieht's aus.
Und es ist tatsächlich Rocket League und Candy Crush, ja. Sehr stark. 500 Punkte, Items, du bist im Plus. Yeah! Unglaublich. Unglaublich. Da hätte ich auch gedacht, so, also, dass du sofort auf Candy Crush kommst. Also, Rocket League kommt, ist viel schlimmer. Rocket League-Logo kennt man, glaube ich, oder? Aber dass du sofort Candy Crush hast mit dem kleinen Bonbon oben links. Der macht mir immer Hunger, deswegen habe ich den installiert. Sehr stark. Habt ihr Candy Crush gespielt? Ja. Nee. Nein. Ich habe das zweimal versucht, damals auf einem super alten Handy zu installieren. Und immer beim Starten ist es abgestürzt. Und dann war ich einfach nur traurig, weil ich diesen Icon hatte und Hunger gekriegt habe, habe ich es deinstalliert. Ja, verständlich, verständlich. Ich hatte eine dunkle Phase in meinem Leben. Eine Candy Crush-Phase? Ja. Jetzt ist es. Aber ist das bei Candy Crush nicht auch so, dass man irgendwie nur bis zu einem bestimmten Level spielen kann und dann muss man immer reincashen? Jein, also du musst, soweit ich das kenne, gibt's so ein bisschen da gaten und sie haben eine Mechanik drin, dass wenn du zu viele Level hintereinander verbrennst, deine Level unlösbar werden und deswegen theoretisch dann freischalten müsstest. Ist auch erst krass, wenn du es schließt und dann ein paar Stunden wartest, sind die Dinger erst machbar. Ich wollte gerade sagen, musste man nicht einfach irgendwie warten oder so, bis man weiterspielen konnte? Dieses typische Mobile-Game-Gating, wo man Leute irgendwie dran hält, indem man sagt, so, deine Energie ist verbraucht, du kannst das nächste Level nicht spielen, aber theoretisch. Am Anfang war es immer Time-Gating mit Whale-Farming verbunden und irgendwann haben sie gemerkt, die Whales gehen dann auch trotzdem zu viel durch, wir haben zu wenig Level, also sind sie dann komplett dazu übergegangen, dass du warten musst. Unglaublich. Aber Gott sei Dank haben wir Candy bei Konsolen Crush nur überall einen Battle Pass. Ja. Aber 500 Punkte, Adams. Yay! Sehr gut. Divi. Boah, ich nehme mal Buzzer 200. Buzzer 200, die kleine Frage wird rausgefischt. Kriegst du gerne und ihr kriegt folgende Frage von mir. Wie heißt das Zusatzgerät für die PlayStation 2, das den eigenen Körper zum Controller macht? iToy. iToy, aus der Pistole geschossen von Zombie. Oh, diese kleinen Ninjas wegzuschlagen. Das beste Spiel, einfach eine Fensterscheibe putzen. Genau. Es war genial. Wischiwaschi, richtig. Habe ich mal geschummelt mit dem Kissen. Was? Oder kannst du an die Kamera rangehen, einfach alles gleichzeitig treffen. Ja, einfach vor die Kamera stellen, zack. Oh, wow. Das war manchmal in so, früher hat man immer so einen Mediamarkt und Saturn und so, generell in so den großen Elektrofachhändlern hat man immer so eine Konsole gehabt. Da war bei uns mal iToy. Ich habe immer nur iToy so im Mediamarkt gespielt, glaube ich. Oh, wirklich? Und schon real als Kind so in der Abteilung, hat so Wischiwaschi gemacht. Die ganzen Mitarbeiter genervt. Vor zwei Wochen, ne? Ja, vor zwei Wochen tatsächlich. Aber bei uns war nur Mario 64 im Real immer. Da bist du Samstag zum Einkaufen mitgenommen worden, wurdest da geparkt und musstest mit anderen Kindern dann Mario 64 spielen. Geil. Das ist auch geil. Aber als Kind war das so, also für mich war das als Kind so das Beste, wenn man so die Videospielabteilung konnte. Ja. So dann glücklich werde ich nie wieder in meinem Leben sein. So. Ja. Einmal noch dieses Gefühl haben. So ein Pokémon-Kartenpack von der Oma kriegen. Unglaublich. Oh. Das wird schwierig. Ja, das ist geil. So, 200 Punkte. Zombie, verdient. Philipp, nächste Frage, bitte. Ich würde gerne die Logo-Fusion 200 haben. Logo-Fusion 200. Die ganzen 200-Punkte-Fragen werden rausgefischt. Philipp, strategisch natürlich nicht clever. Ja, weil ich weiß ja, ich gewinne die 600er-Frage. Ein Doppelvorsprung. Ja, ist natürlich auch eine gute Strategie. Mhm. Logo-Fusion für 200 Punkte. Kriegst du von mir, kriegt ihr alle von mir in 3, 2, 1. Das ist World of Warcraft und Ubisoft. Habt ihr das Bild überhaupt schon gesehen? Ja. Ganz cool. Ist richtig. Mit einer halben Sekunde. Kannst direkt geben, ist richtig. Ja, okay. We know. Ja, es war WoW und Ubisoft. Es ist absolut korrekt. Es war sehr, sehr schnell. Die Form alleine. Ja, aber ich dachte mir so. Gereicht. Ich dachte mir gerade so, ey, für 200 Punkte ist es vielleicht echt schwer, so, weil wenn das Ubisoft-Logo nicht frei steht, aber anscheinend ist es doch sehr leicht. Philipp, kriegst du Items? Lecker. Du bist. Sparkly Emote 500. Sparkly Emoji. Sparkles Emoji 500. Ja. Gerne, gerne.
In 3. Nee, warte. Divi? Ja? Das ist nicht der genaue Titel, ne? Musst um eine Ecke denken. Ich wollte das nur mal zusagen. Oh Mann! In 3, 2, 1. Oh, das ist never ever. Ich muss es riskieren. Das würde zusammenpassen mit der Region. Ist das Pokémon Schwarz, Sonne, Mond? Items. Das ist ein guter Guess. Und ich sehe das voll. Aber es ist leider falsch. Die Ostermann-Statue hat mich hops genommen. Das würde zur Region passen. Ja, wo du es gesagt hast, dachte ich mir auch so, scheiße, das passt voll gut, ne? Das passt übel gut. Ja. Aber es ist bis nächste Mal. Die Emojis sind der Endboss. Ja. Ich habe ein Problem mit dem Emoji in der Mitte. Ich gebe euch mal einen Timer, ja? Sagen zumindest in meinem Chat auch schwierig, aber ich habe richtige Antworten gelesen. Aber es ist durch und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Kreativität mir durchgegangen. Ist vielleicht ein bisschen schwerer. Was ihr rechts seht, ist ein Schatten, der geworfen wird durch die Sonne. Und in der Mitte ist ein Shadow of the Colossus. Richtig. Oh. Ja, da muss man, wie gesagt, vielleicht muss man nicht um eine Ecke denken, Divi, sondern um 3. Ich dachte halt wegen der Osterstatue, dass es so Alola-Region sein soll. Ja, dieses Naskenet oder wie es heißt, oder? Heißt ja, es so? Auch möglich, aber ich hätte es wirklich wegen so Bahamas und sowas, weil das ja so tropische Inseln sind und so. Und ich dachte an Dark Souls wegen Praise the Sun und der Dark Circle. Aber ich wusste nicht, ja, hätte ich auch noch. Hätte ich auch noch so ein bisschen gesehen. Das stimmt. Aber. Ja. Es ist Shadow of the Colossus. Okay. Ich habe eine Person in meinem Chat hat's gehabt, aber in dem Moment, in dem es halt maximal eine Person hat, ist immer schon so ein bisschen. Ist die Frage vielleicht auch einfach nicht super gut. Aber es ist okay. Cool. Ich fand's super. War 500. Ja. Danke, Philipp. So. Zombie. Gib's mir die nächste, die ist vielleicht lösbar. Ich will Emojis. Du willst 200? Christi. Ja, ich will 200 Emojis. Ja. Okay. Du kriegst aber nur 3 von mir, aber du kriegst 200 Punkte, wenn du es richtig errätst. Oder einfach weißt. 3, 2, 1. TV's Face hier, das war mir die Woche, nicht sagen. Mann! Ich setz gleich eine Sonnenbrille auf. Hi. Oh no, warum hab ich gedrückt? Das waren ja Bohnen und eine Krone. Ja. Aber was der Hammer bedeutet, keine Ahnung. Jetzt habe ich bei der Bohnen und der Krone einen Vollgeist gedacht, aber es wird falsch sein. Nee. Aber Vollgeist ist absolut richtig. Ja, der Hammer. Vollgeist gibt es an jeder Ecke einen Hammer. Jitus. Ja, gut. Ich hab schon wieder an Candy Crush gerade gedacht. Ich hab auch Candy Crush im Kopf gehabt. Das wäre aber wild gewesen, wenn ich jetzt einfach zweimal Candy Crush drin gehabt hätte. Nee, Vollgas ist absolut korrekt, Philipp. Überhaupt keinen Stress. 200 Punkte auf dein Konto. Damit bist du bei 2000 Punkten. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen. Sprich, bald gibt es immer eine doppelte Punktzahl. Besonders der Entwickler von Candy Crush ist ja King. Deswegen hat die Krone sogar auch noch da gepasst von den Emojis. Ja, man hat die Krone doch auch irgendwo immer gesehen im Leben in Candy Crush, oder? Irgendwo war doch was. Keine Ahnung. Ja, ich spiel nicht so viel Candy Crush, deswegen ich kann euch da nicht mit. Divi hat das auch nur gehört. Ich spiel's nur, wenn ihr es spielt. Ich hab gar kein Handy. Divi. Nächste Frage, bitte. Damn. Ich nehm kann immerhin 600. Kein Emoji mehr kommen. Ja, das ist vielleicht nicht komplett schlecht. Ja. Was hast du gesagt, Buzzer? 600. Buzzer 600. Ja. Buzzer. Für Buzzer 600 sagst du mir, oder sagt ihr mir bitte einmal, welche Spielekonsole in der Entwicklung den Projektnamen Revolution trug? Nintendo Wii.
Nintendo Wii. Why? Kannst du mir das erklären? Weil ich selbstbewusst einfach klingen wollte währenddessen. Und weil es wahrscheinlich die Art und Weise, wie man ein Spiel spielt, revolutioniert, eben durch die Fernbedienungssteuerung mit Infrarot. Das wäre jetzt meine Idee gewesen, weil es wäre die erste, die was revolutioniert hätte. Dann kann ich dir zum Beispiel mal den Projektnamen von der GameCube geben. Der war Dolphin. Ja. Sprich, passt nicht so super gut in die ich versuche nicht zu baiten. Hier, 600 Punkte. Es ist natürlich die Nintendo Wii. Okay. Richtig, absolut korrekt. Na? Es hätte Hätte auch gesehen mit Evolution und Revolution. Ja, also. Ja Nintendo Wii Revolution ist absolut korrekt, Adams. Lass sie nicht von mir verarschen. Ja. Glaube, kann man drauf kommen. Ist sehr revolutionär gewesen. Wüsste nicht, was man sonst hätte so nennen sollen. Aber damit bist du wieder im Plus. 550. Yeah. Sehr gut. Und Philly darf mir die nächste Frage bitte. Ich würde gerne den 600er Ohrwurm haben. Ja, jetzt räumst du ja doch die 600er weg. Ja, man muss ja auch mal einen Taktikwechsel machen. Muss man, ja. Okay. Für 600 Punkte hätte ich gerne einmal folgendes Spiel. Oder den Titel, in dem dieser Song hier spielt. Zack. Ist das Sea of Thieves, die Telltale? Telltale Games? Nein, nein, nicht sea Telltale Games, sondern Sea of Thieves hatte eine Telltale mit Pirates of the Caribbean. Oh. Und da hatten sie Special Sounds mit drin zusätzlich. Also ist Sea of Thieves ja, genau. Die Antwort. Okay. Leider nein. Okay. Aber du traust dich immer zu buzzern, ich finde das sehr gut. Ja? Der Mut zum Buzzern. Du bist trotzdem im Plus. Ist auch super. Ist auch super. Nein, wir gehen nochmal auf Play. So, wir stoppen einmal. Ich gebe euch einen Timer. Und ich weiß, dass ich das ganz viel gehört habe. Ja, ich glaube, ich weiß es jetzt auch. Dann habt ihr noch wenige Sekunden, um mir über einen Buzzer eine Antwort zu geben. Ja, aber meint, ihr habt keine Sekunden mehr. Darf ich raten? Items, du darfst gerne raten. Also jetzt natürlich punktelos. Ist das eine eins aus Shadow of? Also Shadow of Mordor oder Shadow of War? Nee. Ist das so ein Herr-der-Ringe-Vibe? Das hat voll den WoW-Vibe, aber ich hab mich nicht getraut. Es hat generell, glaube ich, ein Roleplay-Game-Vibe. Da stimme ich zu. Ja. Divi? Ich habe irgendwas in Richtung Divinity oder so im Kopf, aber nicht so geht, ganz. Geht in eine nicht schlechte Richtung, aber es wäre eine falsche Antwort gewesen. Wir haben hier Baldur's Gate. Ja. Baldur's Gate. Ja. Spiele ich morgen. Ja. Ist neue jetzt. Ja. Nee, da steht 3. Das ist einfach ein falsches Bild. Das ist, es müsste 1 sein. Da hätte ich den Titel jetzt nicht, da hätte ich es jetzt nicht so genau gesehen, ob das jetzt 1 oder ob die Antwort 1 oder 2 ist. Ich glaube, die haben sogar beide denselben Soundtrack, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, Baldur's Gate wär's gewesen. Ne? Kommt der dritte Teil kommt erst raus, oder? Im August sogar nicht. Nee, der ist jetzt gerade schon released, aber der Full Release kommt jetzt erst. Also du kannst es aber schon theoretisch holen und spielen. Erste Kapitel ist, glaube ich, draußen, genau. Und der Rest müsste jetzt kommen. Ja, hab leider keine Antwort gekriegt von euch. 600 Punkte gehen. Also ich fühle mich offended. Nur keine richtige. Ja, keine richtige Antwort. Also. Tut mir leid. Sea of Thieves war natürlich auch knapp dran. Ist eigentlich dasselbe Spiel. Könnte man sagen. Also ich hätte dazu Schiffe versenkt zu dem Beat, das sage ich dir. Ja. Nee, hätte ich mitgenommen. Yes. Oh, jetzt gibt jede Frage doppelte Punkte, oder? Jetzt gibt jede Frage 1, 2, 3, 4, noch nicht Doppelpunkte. Es sind noch 6 nach der nächsten. Ach so, nächsten. Aber sprich, wir verlieren Items. Dann nicht doppelt, oder? Doch. Ihr verliert auch doppelt. Oh, wir verlieren auch doppelt? Ihr verliert auch doppelt, leider, ja. Dann müssen wir jetzt taktisch spielen und gehen bei Schätzen auf das 5., damit es noch wenig Punkte sind, die sich hier Kutscher klauen kann.
Mhm. Ja, wenn ihr doppelt verliert, ist das ja auch gut für mich. Ne? Ja, aber beim Schätzen können wir nicht verlieren. Ah, true. Dann nehmen wir das fünfte. Schätzen gibt es natürlich, wenn sich das verdoppelt, die Möglichkeit, jemanden einfach aussetzen zu lassen, ne? Weil einer muss gewinnen bei Schätzen. Aber das zweite Board. Sprich, einer kriegt dann auf jeden Fall Punkte, Items, und das sind dann 800, was schon ein guter Swing sein kann. Aber es geht jetzt natürlich nicht mehr. Ich will bei dieser Schätzfrage, bei der letzten für den normalen Punktewert, von euch einmal wissen. Und ich habe beim Video genommen, weil es natürlich keinen exakten Wert gibt, aber ich bin auf YouTube gegangen und ich habe jemanden gesucht, der die komplette GTA 5 Map zu Fuß lang gegangen ist. Und ich will von euch wissen, wie lange der Kollege gebraucht hat. Umrundet? Das hab ich. Oder jede Straße lang gelaufen? Oh, das habe ich schon mal gelesen, einmal Alter. Quer drüber. Einmal quer von, drüber, okay. Einmal zack. Über die komplette Map gelaufen. Also nicht gelaufen, schon mal gegangen. Gelesen, ne? Ja. Gegangen. Also kein Sprinten. Richtig. Sondern kein Sprinten, nur, okay. Er ist nur gegangen. Ach, kein Sprinten. Und diagonal, direkter Weg, Luftlinie. Yes. Okay. So, der ist gar nicht einmal draußen rum, sondern einmal so plopp, drüber. Nee, das ist einmal plopp, einmal drüber. Ah. Ja, du willst eine Minuten- bzw. Stundenanzahl, ne? Ja. Gehen ist halt langsam. Schwierig, Es geht ja um die Video-Playtime, ne? So wie es da ist. Richtig. Steht. Wie lange? Okay, dann passt das. Achso, ja, dann öffne ich es mal kurz auf YouTube. Nein. Gute Idee, ja. Sehr gut. Kompletter GTA 5 Map. Beide in die Hand genommen, aber gegangen. Nicht gelaufen. Gib mir gerne Stunden und Minuten. In 15 Sekunden. Drei, zwei, eins. Wir sind durch. So, ich glaube, GTA 5, ich hab's irgendwo gelesen, wo mal irgendwie so ausgemessen wurde, wie groß so GTA 5 und Red Dead Redemption 2 Maps sind. Das ist irgendwie so 80 Quadratkilometer oder so. Sind quasi sehr groß und der Typ ist gegangen. Dauert schon ein bisschen. Und das hat insgesamt 2 Stunden, 33 Minuten und 36 so kurz? Sekunden gedauert. Hat aber auch einen harten Schritt drauf, wenn er das so macht. Aber was habt ihr geantwortet? Ist die Frage. Seht ihr, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Wir sehen unsere eigenen, glaube ich. Mhm. Ja. Da haben wir einmal den Kollegen Philipp. Mit 6 Stunden, 12 Minuten. Ja, das ist sehr lang gegangen. Ja. Wie sagst du immer sehr, so genaue Zahlen? Und 30 ja, das ist er will die Punktlandung. Er will die Punktlandung. Ja. Dann haben wir einmal Zombie mit 1 Stunde und 30 Minuten. Ist auch lang gegangen, ist schon ein bisschen näher dran als Philipp. Dann haben wir Items mit 4 Stunden und 20 Minuten. Der kommt noch ein Stück näher dran. Das stimmt überhaupt nicht. Zombie ist trotzdem näher dran, aber 4 Stunden, 20 Minuten. Na, ist auch lang gegangen. Und am nächsten dran ist Divi mit 3 Stunden und 6 Minuten. Na, 30 Minuten off. Sehr gut. 400 Punkte. Leider noch nicht doppelt. Yay. Aber erste Schätzfrage geht nicht an Philipp, sondern an TV. Also Philly und ich ja. sind einfach der Meinung, dass man gemütlich gehen kann. Das ist ja, so im Endeffekt. Genau. Ne? Das ist der Konsens, den wir hier rausziehen. Man kann sich auch mal Zeit lassen, ein bisschen ja. die Gegend genießen. So ist es. Ja, du kannst ja so, stell, das ist guter Reaction-Content. Du kannst danach einfach so 2 Stunden, 30 Minuten einfach so drauf reacten, wie er so die Map langläuft. Ein bisschen durch die Welt schlawenzeln langsam, das ist doch super. Ja, warum nicht? Was hat er gemacht, wenn ein Berg im Weg war? Warum? Ist er dann so warte aus mal, rumgegangen? Okay, nee, mein Chat ist dumm.
Mein Schiss. Der ist Straßen gegangen, also der ist nicht einfach quer über den Berg drüber gelaufen, sondern der ist halt über Straßen gelaufen. Aha, falsche Infos hier, ich verstehe. Ich habe nicht gesagt Luftlinie. Ich habe nicht gesagt doch. Luftlinie. Nicht so Luftlinie gesagt. Hast du ja geantwortet. Echt? Ja. Ja, dann hab ich stelle das in GTA nach, ich laufe die Strecke. Und ja, aber das mach. Geh einmal bitte über die komplette Map, mal gucken, ob du bei einer Stunde 30 Minuten rauskommst. Lauf rückwärts, ja, das ist schon meine Zeit. Ich glaub's nicht. Zurück. Bis gleich. Ist es nicht einfach, dauert doch bestimmt auch viel länger, wenn man Luftlinie laufen würde. Naja, wenn du fliegen würdest, einfach die Skybox einmal Luftlinie. Ja, aber gehen, es geht ja um gehen, nicht um laufen. Kannst du auch in der Luft gehen? Nee. Na gut. Das geht nicht. Ja, die Punkte gehen an Divi, ich will jetzt auch gar nichts mehr hören. Zombie, du gibst mir gerne nächste Doppelpunktzahl. Divi verdient die Punkte, das ist schon fein. Yes. Nochmal der Reminder, wenn ihr Joker anmachen wollt, gebt mir Bescheid. Müsst ihr aber machen, bevor eine Frage ausgewählt wurde. Jetzt bei doppelten Punkten natürlich auch ganz gut, weil ihr einen Joker habt, mit dem ihr einmal Minuspunkte rausnehmen könnt, falls ihr da nicht Gefahr laufen wollt. Also Zombie. Wenn wir jetzt falsch antworten, verlieren wir alles, oder wie? Du verlierst bei 1000-Punkte-Frage natürlich auch 500 Punkte. Ah ja, okay. Logo-Fusion, 600 Punkte. Mal 2. 1200 Punkte. Wenn ihr mir sagen könnt. Und, ja, es ist tricky. Mal gucken. Wenn ihr mir sagen könnt, welche beiden Logos hier fusioniert wurden. Oh no, ich weiß es. Philipp. Das ist nicht tricky. Das ist Atari und Portal. Ja. Oh shit, das ist nicht richtig, wenn ich das wirklich sehe. Er hat mich verarscht, er hat mich gebaitet. Dreckig, wie er ist. Philipp? Ist. Da muss ich dir leider mitteilen, dass ich 1200 Punkte kriege. Dass du 600 Punkte verlierst. Was? Aua. Hä? Gib jetzt natürlich noch keine Tipps. Aber ihr seht hier, wie gesagt, zwei Logos. Es geht hier nicht um Spezifikationen, ne? Also, dass es jetzt irgendwie eine andere Reihe von einem Spiel wäre oder sowas. Kann dir da relativ wenig zum aktuellen Zeitpunkt dazu sagen. Ach so. Ja, dann nehme ich den Hit fürs Team. Dann sage ich Atari und Portal 2. Dann wissen wir's. Adams sagt Atari und Portal 2. Und jetzt mache ich mich schon mal. Ich bereite mich schon mal darauf vor, dass Philipp gleich sehr sauer sein wird. Es gibt nämlich einen deutlichen Unterschied zwischen dem Portal und dem Portal 2 Logo. Das kannst du gerne nachprüfen. Und deswegen ist Items Antwort. Holy God, Portal 2 hat ein ganz anderes Logo. Portal. Portal 1 hat einfach nur einen roten Kreis. Niemand hat hier gesagt, dass wir den genauen Spieletitel brauchen. Ja, Philipp, doch, ich. Du hast gesagt, Franchise zählt. Und Portal 2 gehört. Ich habe nicht gesagt, Franchise zählt. Ich habe nie gesagt, Franchise zählt. Du hörst von meinem Anwalt. Dann höre ich von deinem Anwalt. Gerne. Hol ich mir einen Pudding als Brust. Ja, Items war da. Dann hol dir deinen Pudding. Da bleibe ich hart. Da bleibe ich komplett hart. Ich habe nachgeguckt. Portal 2 hat leider ein komplett anderes Logo. Und das hat mir Items genannt. Und dafür kriegst du auch 1200 Punkte. Das ist ein Banger. Und, richtig. Außerdem hatte ich noch gar nicht ausgeredet, als du schon aufgelöst hast. Ich wollte noch zwei hier ranhängen. Philipp, ich habe ewig gewartet. Ja. Ich habe ewig lang gewartet. Weil ich mir dachte, vielleicht, aber. Reden wir am Ende der Sendung rüber. Ja. Feedbackbogen wird mit Edding ausgefüllt jetzt. Da wird nichts mehr. Ohne Frechheit. Items. Punkte natürlich absolut verdient. Philipp, da muss man einfach ein bisschen genauer sein. Ja, ich merke mir das. Merk dir das gerne. Divi, du kannst mir gerne die nächste Frage geben. Oh Gott. Ja, nehme ich mal den Ohrwurm. Yeah. Ohrwurm für 1000 Punkte. Gerne. Richtig, in 3, 2, 1.
Wann gerade das spannend wurde. Das hat ja noch nicht mal angefangen, das Lied, hallo? Ich glaube, das geht einfach so weiter tatsächlich. Jetzt kann es nicht von jedem Spiel sein. Kann man noch dieses Risikoding jetzt noch einlösen oder geht das nur vorher? Das geht nur vorher, Philipp. Das weißt du doch. Philipp, du warst schon viermal dabei. Die Regeln werden hier ständig geändert, deswegen frage ich lieber nochmal. Quatsch. Ich sag immer dazu, wenn ich nur Franchise haben will. Ganz gerne im Beauty gucken. So, ich gebe euch einen Timer. 15 Sekunden. Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich weiß es nicht. Drei. Zwei. Eins. Ich meine, es klingt so witcherig, oder? Ja, Witcher 3, da habe ich auch gedacht. Das hast du da auch gern. Ah, es ist nicht. Ich hätte an so Ghost of Tsushima oder so gedacht, keine Ahnung. Es ist auch. Red Dead Redemption wahrscheinlich. Ghost of Tsushima. Es ist aber auch gerade eine 1000-Punkte-Frage, sprich, ist es okay, wenn die ein bisschen schwerer ist und ihr seid nicht drauf gekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ihr es gespielt habt, aber ein paar von euch bestimmt, zumindest mal von gehört. Es ist Journey. Oh. Hm. Ja. Okay. Ihr scheint gehört, scheint ja, nicht, aber gespielt noch nicht. Ich hab's auch noch nicht gespielt, ne. Ja, macht das ruhig mal. Die Band. Ist ein sehr gutes Spiel. Sehr, sehr das habe ich immer, wenn ich die Brille absetze. Journey? Ja, ist immer ein Abenteuer. Ja, fühle ich. Man weiß nie, wo es hingeht. Philipp weiß, wo es hingeht. Bei der nächsten Frage. Um Anwalt. Ich nehme jetzt Buzzer 500. Buzzer 500. Philipp, guck mal, jetzt kannst du 1000 Punkte gewinnen, wenn du mir die richtige Antwort gibst. Mhm. Aber du verlierst auch, wenn du die falsche Antwort gibst. Ne? So wie ja, ich bemerkt, ja. Ja. Für 1000 Punkte bei der Buzzer-Frage würde ich von euch gerne wissen, wie sich Tamagotchi übersetzen lässt. Was bedeutet Tamagotchi? Das will ich jetzt auch wissen. Oh, das ist. Ah. Also, ich kann einen Tipp ans Team geben, das ist japanisch. Items, das ist absolut korrekt. Dafür gibt es 0 Punkte. Ich will Minuspunkte. Ich sag, das heißt Hosentasche einfach. Ich wollte tatsächlich sowas haben wie Hosentaschenmonster, aber als Joke so. Jetzt werde ich sauer, wenn ja, das ich auch als ist. Joke. Ich nehme aber die 1000 Minuspunkte dafür nur hin. Sie haben gesagt, so, oh ja, ich habe hier sehr lange an diesem Produkt gearbeitet. Ich nenne das jetzt Hosentasche. Ja, aber auf Japanisch. Aber auf das Japanisch. Ist der Twist. Das ist der absolute Twist. Und der große Twist bleibt leider aus und du verlierst 500 Punkte. Es ist leider nicht Hosentasche. Warte, warum verliere ich keine 1000? Weil du nur 50% der Punkte der Frage wert. Stimmt, ja, du verlierst nur 500. Okay, okay. Richtig. Ich war auch gerade verwirrt, aber das stimmt tatsächlich, was Adams gesagt hat. Du verlierst ja nicht die volle Punktzahl. Ja. Also ich hab das Problem, ich kann es mir teilweise übersetzen über One Piece. Ja, dann go for that's it. Ja, aber du hast mir wenn's nur 15 Sekunden den Zeit. Ich habe keinen Pudding. Ach so, ja, dann aber Philipp, was macht denn dein Japanisch? Ich glaube, der googelt Anwälte. Ich nehme jetzt noch kurz Mut zum Buzzer war. Ich glaube, dass es irgendetwas mit einem Ei zu tun hat. Tama Richtung Ei, beziehungsweise gegen Rundung, sowas. Gotchi wäre für mich gefangen oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht einfach doof übersetzt, Freundesei oder sowas. Freundesei. Ja, das ist jetzt meine Antwort. Das ist deine Antwort. Und auch rein, Philipp. Freundesei ist leider nicht ganz richtig, Adams. Tut mir leid. Ja, nicht ganz richtig suggeriert, dass ich auch nicht ganz falsch bin. Bin ich zufrieden mit. Stimmt. Dann gebe ich euch nochmal einen kurzen Timer, wenn jemand impulsiv buzzern will. Ja, Freundesei wird es auch nicht sein, ne? Freundesei wär ein guter Name gewesen. Hätte ich so durchgehen lassen. Philipp, kommst du zurück? Philipp hat keine Lust mehr jetzt leider. Schade, ist aber auch okay. Tama ist nicht das Ei, tatsächlich. Aber Tamago ist das Ei. Sprich, ja. Ein Teil davon war richtig.
Items. Und Watchi, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, Watchi wäre die Uhr. Und Tamagotchi ist die Eieruhr. Oh lol. So, Ei Watchi, und oh, wie Uhr. Süß. Watchi. Tamago, Watchi. Was mich da mad macht, ist, dass es sowohl Tama als auch Tamago in One Piece geht und ich auf Tama gegangen bin und auf ihre Fähigkeiten und nicht auf Tamago und seine Fähigkeiten. Gemein. Was machen die beiden denn? Bitte? Was machen die beiden denn? Tama kann sich so Reisbällchen aus dem Backen zaubern und damit Tiere zähmen. Und Tamago hat einen Zyklus von Ei zu Hahn theoretisch im Kampf. Also der kann zwischen Ei, dann Küken, dann Hühnchen und dann Hahn und sowas werden. Das klingt, das komplett klingt wild. Echt wild. Es ist halt, One Piece ist im Endeffekt auch nur eine Spielwiese von Oda. Also geht auch so da dachte ich so, ja, ich habe einfach Bock jetzt dem die Eierfrucht zu geben. So. Ja, der ist aber auch wirklich einfach nur ein Ei mit einer Tasse auf dem Kopf, ne? Also Tamago, das ist ein super Design. So, also Philipp muss, glaube ich, kurz PC neu starten. Okay. Oder er läuft zum Anwalt, man weiß es nicht genau. Vielleicht doch beides. Der bringt die Punkte schon zur Bank. Mit den beiden nochmal. Ja. Die Punkte zahlst du ja am Ende in Euro aus, ne? Ach so! Ich dachte in Yen. Ja, richtig. Sprich, wenn ihr Minuspunkte kriegt, ganz viele, ne? Ja, dann ändern wir die Regeln eben. Es gibt ab sofort vierfache Minuspunkte, Leute. Und dann drehen wir den Spieß um. Das wusste ich gar nicht. Tama bedeutet auch Ei, oder? Also ohne das Go auch, ne? Vielleicht eine Kurzform? Tama, auch Ei? Ich muss gerade an gute Tama denken. Weiß es nicht. Das könnte die Form sein vielleicht. Tamago, dass es wirklich ein Ei ist und Tama eher, dass es ein Oval ist oder sowas? Ja, aber gute Tama ist ja ein Ei. Nur, also, beziehungsweise und Tama ist Ball anscheinend und Tamago ist Ei. Oh. Laut meinem Chat, ne? Vielleicht hat jemand auch einfach gelogen. So, Test, hallo? Hey, Philipp. Hallo. Hallo. Philipp, jetzt Tamagotchi war. Ich hab's schon wieder vergessen. Ei und Uhr. Ei und Uhr. Ja, das wusste ich, Mist, dass ich nicht drücken konnte. Ah, ja, ärgerlich. Schon wieder beschissen worden, leider. Na, Mann, oh Mann. Ja. So, deine Kamera fehlt noch, dann können wir weitermachen, wahrscheinlich, oder? Kriegt der Anwalt schon den Snapchat? Ja, der ist eigentlich schon. Der ist schon eingeschaltet. Waiting for camera to load. Jetzt start. Ui. Hey, Baby. So, jetzt klappt's wieder. Ja, echt mal voll die gute Idee für so einen Spendenstream Brainlag, aber die Punkte, die man verdient, die muss man gleichzeitig auch spenden und dann kriegt irgendwie so Dalu 10.000 Punkte. Und was kriegt man irgendwie minus 400 mal? Ja, bei Minus kriegt man ein bisschen was. Oder man macht einen Bock, wo so es Minuspunkte gibt. Kann man reinenden quasi. Und kriegt dann aber wieder ein bisschen ausgezahlt. So, Philipp ist wieder am Start. Yes. Items. Walte deines Amtes. Jawohl, mein Lehnsherr. Ich würde gerne schätzen. Schätzen? Ja, uns hier zu spezifizieren, 400 mal 2 in der zweiten Reihe, bitte. Danke. 400 mal 2 schätzen kriegst du von mir, natürlich. Genau. Würde ich von euch gerne wissen. Könnte man theoretisch eine Punktlandung hinkriegen? Theoretisch. Praktisch doch nicht so super einfach. Wir sehen es gleich. Call of Duty. Mhm. Euer Main Game, quasi. Ja. War es eine Zeit, ja. Wie viele Titel gibt's in der Mainline? Wie viele Hauptspiele? Keine Spin-offs, sondern Hauptspiele in der Call of Duty Mainline, quasi. Warum haben die aufgehört, die zu benummern? Das wäre jetzt so einfach sonst. Ja, das ist jetzt die Frage, was gar die Mainline definiert ist. Ich wollte gerade sagen, was bedeutet denn Mainline da? Also ja, die Hauptspiele-Releases quasi plus Mobile im Endeffekt. Plus aber Mobile? Da gibt's jetzt, ja, aber da gibt's kann jetzt nicht zu viele Tipps geben. Ja, okay. Aber okay. Es geht trotzdem in der Mainline dann Zombie-Modus zum Beispiel ausgenommen, weil das ein eigenständiges Spiel wäre. Richtig. Okay. Richtig. Call of Duty. Ich habe mal einen Teil irgendwann gekauft
15 Jahren, glaube ich. Ich habe mir auch mal einen Teil gekauft, aber ich habe ihn nie gespielt. Welchen war denn? Gut. Der kam 2019, glaube ich, raus. Das war gar nicht so lange her. Nee. Das, ich habe mir gedacht, so, ich hatte eine Woche frei. Ja. Und ich dachte mir so, geil, ich zock das jetzt mal, ich spiele das endlich mal. Habe ich mir gekauft und nie angefasst. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man einen Titel gekauft hat, so, dann hat man auch eigentlich die meisten anderen Titel, aber es ist nicht so ganz fair, glaube ich. Na, es gibt schon, es gibt also schon Unterschiede. Ich muss halt wirklich sagen, für den Zombie-Modus hat es sich danach immer gelohnt, aber mich in Online-Lobbys anschreien lassen kann ich auch in anderen spielen. Der kriegt einen Timer. Wir sind durch in 5, 4, 3, 2, 1. Mainline Call of Duty Spieler mit dem einen Mobile Ableger zählt anscheinend auch zum Mainline, so was ich online gesehen habe, plus Warzone und Warzone 2.0, die Zombie Titel und so, die gehören nicht dazu. Haben wir folgende Antworten gekriegt, und da muss man dazu sagen, releasen, glaube ich, Mainline Titel fast jedes Jahr. Doch, eigentlich jährlich fast. Das ist so die Modern Warfare, beziehungsweise dann immer so Advanced Warfare, Infinite Warfare-Reihe, kommt immer in einen, und im nächsten ist dann meistens Black Ops oder sowas dran. Ja, es sind ja sogar also zwei Studios, die sich da immer abwechseln. Genau. Ja, Divi haben wir einmal mit 12 Ablegern. Zombie mit 15. Adams mit 18. Und Philly Steinkopf mit 17. Uiuiui. Mainline-Titel haben wir insgesamt 22 Stück. Ah. 22. Da ja, waren ein paar von euch sehr nah dran, aber nur temporär. Und dann wurde wieder geändert. Und deswegen schnabuliert sich Adams 800 Punkte und katapultiert sich auf den ersten Platz. Hallo, erster Platz. Sehr gut. Schön hier. Hallo, erster Platz. Das ist, gut gemacht. Wenn man so versucht, im Kopf aus durchzuzählen, wirst du gekloppt dabei. Ja, vor allem, weil, wie Zombie vorhin gesagt hatte, weil die ja nicht, die sind ja nicht ordentlich nummeriert, das ist ja Vogelwild, so ist ja so. Ja, nicht nur, dass die Remakes von den eigentlichen Spielen. Du hast MW1, ja. MW2, also Modern Warfare hattest du eine Zeit lang. Jetzt gibt es Modern Warfare auch noch als Remake. Es gibt Modern Warfare 2 und Modern Warfare 2 als Remake. Hm. Das ist, da bist du komplett blöde bei. Klickt man nicht mehr durch, ja. Klickt man nicht mehr durch. So, Zombie, du darfst leider nicht die nächste Frage wählen, weil gibt nur noch eine, das macht die selber auf. Richtig, richtig. Hätte ich aber auch genommen. Das ist sehr gut. Dann sind wir uns da einig. Und dann könnt ihr mir gerne einmal folgende Frage beantworten für 800 Punkte. Ja, alle Joker aufgespart fürs zweite Board. Das wird dann wild bei den letzten Fragen. Ja. Alle. Ich gerne von euch einmal jetzt für die letzte Frage auf diesem Board hören, in welchem Jahr Pokémon Go veröffentlicht wurde. Hello there, 2016. Ach. 2016. Adams aus der Pistole geschossen, es ist die Pokémon-Frage. Adams spielt Pokémon. Ich glaube, jeder hat Pokémon Go gespielt. Es ist geraten. Ja. Merkt man. Es ist nämlich... Nee, Quatsch. Es ist richtig, 2016. Absolut korrekt. 2016 ist die richtige Antwort. Ganz wilde Zeit. Ganz, ganz wilde Zeit. Ist auch krass, ne? Gab's nie wieder sowas gefühlt, so wie die Pokémon-Go-Zeit, wo wirklich jeder irgendwie mit seinem Handy durch, wo du rausgegangen bist und dann jeder einfach so mit seinem Handy vor der Nase rumgelaufen ist. Und du sofort wusstest, okay, die spielen Pokémon-Go. So vor deinem Fenster und du dachtest, was machen die da? Ah, hier ist ein Lumanda. Ja. Okay. Das ist aber auch gemein. Ich hatte neulich erst einen Rentner, der mit mir drüber geredet hat, wie sehr es ihn gefreut hat, dass da so viele Leute rausgekommen sind. Ne? Mhm. Also das es war, find's war ein absolut krasses Phänomen, so die Pokémon Go-Zeit. Fand Dalo auch, wo er davon erzählt hat. Okay. Wir sind das erste Board durch. Ihr habt alle eure Joker. Anscheinend keine Lust gehabt, irgendeinen Joker zu drücken. Wir müssen das mal einfügen, dass man einfach draufdrücken muss und nicht durchgeben muss. Dann werden die vielleicht mal ein bisschen häufiger benutzt. Wir haben einen Zwischenstand nach dem ersten Board.
Der ist ein bisschen überraschend, weil Adams die ganze Zeit im Minus war. Aber am Ende hat er reingehämmert und sitzt jetzt auf 2550 Punkten, knapp vor Philipp mit 1400. Divi mit 800, auch nicht wirklich abgeschlagen. Und Zombie auch noch alles drin, weil, man hat es gerade gesehen, die doppelten Punkte sehr, sehr krasse Swings ermöglichen. Und die kommen ja nochmal auf dem zweiten Board. Das haben wir hier. Ja, manche Kategorien bleiben gleich, manche nicht. Mathe-Mann! Mathe-Mann, ja. Mathe-Mann? Oder ist es Mathe-Mann? Ja, ich dachte mir einfach, ich bringe ein bisschen Abwechslung mit rein und so. Na, und lass euch einfach ein bisschen Mathematik auch mal machen. So, das ist aber nicht dieses YouTube-Video-Meme, was mir heute gezeigt wurde von jemandem. Mathe-Mann? Es gibt eine komplette He-Man-Reihe, die neu vertont wurde, wo irgendwelche Rechenaufgaben oder so gestellt werden. Ja, doch. Das ist der Mathe-Mann mit der Ebene. Das ist der Mathe-Mann. Zisch. Ich hab nie davon gehört gehabt. Nee, das ist tatsächlich der Mathe-Mann. Ihr werdet rausfinden, worum es da geht. Zombie, du durftest auf dem letzten Board nicht wählen. Du darfst aber diesmal. Natürlich. Ja? Okay, ich möchte wissen, was AI Art 300 ist. AI Art. Okay. Ja, AI Art, sehr umstritten. Aber die Kategorie war beim letzten Mal sehr lustig. Deswegen habe ich die wieder mit reingenommen. Ich habe ein Videospiel zeichnen lassen von einer künstlichen Intelligenz. Und ihr kriegt gleich ein Bild gezeigt und müsst mir sagen, welches Spiel gesucht wird. Jetzt habe ich vergessen, welche Punktebewertung oder welchen Punktewert du haben wolltest. 400? 300. 300, okay, kriegst du. Ja, es ist sehr simpel. Ihr kriegt ein Bild. Welches Spiel wird gesucht? In dem Fall bitte Franchise, okay? Mit genauer Zahl wieder? Nein, nee, Franchise meinst du ja. Franchise, ja, alles. Richtig. Okay, richtig, ja, ja, richtig. In 3, 2, 1. Guitar Hero. Guitar Hero sagt Items. Und es ist natürlich absolut korrekt. 300 Punkte auf dein Konto. Das Cape hat's gemacht, nicht die Gitarre. Das Cape hat's gemacht. Das Cape, richtig, das Cape. Echte Heldenfragen, Cape. Hilfe. Ja, Hände sind ein bisschen schwierig. Guck nicht zu lange drauf, okay? Ist nicht so super gut geworden. Erinnert mich so an Dr. Leichenflick oder so aus WoW. Ach, diese Monstrositäten dann immer. Putricide, ja. Ja, erste Frage raus. Items 300 Punkte mitgenommen. Divi, gib mir gerne Nummer 2. Ich bin super neugierig. Was ist der Mathe-Mann? Der Mathe-Mann. Der Mathe-Mann. Welches willst du haben? Der Mathe-Mann. Das erste. Der Mathe-Mann. Lass dich an den freien Willen glauben. Das erste, okay. Aha. 400 Punkte. Mathe-Mann. Ihr kriegt ein Textfeld. Ihr könnt natürlich gerne Taschenrechner benutzen, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr müsst nämlich tatsächlich rechnen ein bisschen. Ich werde euch gleich zwei Schätzfragen geben diesmal. Und die mehr oder weniger in einer kleinen Gleichung, einer sehr simplen Gleichung verpacken. Können gerne das erstmal machen und ihr müsst ausrechnen, was so das Endergebnis ist. Ich erzähle nur das Ergebnis, nicht den Rechenweg. In dem Fall will ich, dass ihr das Erscheinungsjahr der Nintendo Switch durch die Anzahl der spielbaren Mario Kart 8 Charaktere, jetzt nach Welle 5 übrigens, rechnet. Sprich, einmal das Erscheinungsjahr der Nintendo Switch durch Anzahl der spielbaren Mario Kart 8 Charaktere. Ihr könnt ja auch gerne den rechten Weg aufschreiben, wenn ihr wollt. Ja, benutzt gerne einen Taschenrechner, wenn ihr Bock habt. Okay. Oh, okay. Ja, das ist ja, nee, das ist gar kein Problem. Das heißt, wenn ihr eine Frage komplett verschätzt, dann wird natürlich der Wert auch ein bisschen scuffed. Ja? Nur ein bisschen, ne? Bisschen, ja. Zählt das jetzt Ergebnis als Schätzfrage dann? Richtig, ja. Ah, der am nächsten dran ist, kriegt die Punkte. Eine Punktlandung würde extra Punkte geben. Setzt halt voraus, dass ihr beide Antworten kennt. Das ist möglich, theoretisch, aber ist auch nicht leicht. Okay, also. Schreibt mir gerne einen Rechenweg mit auf, wenn ihr Bock habt. Das ist ein bisschen für Zuschauer ein bisschen cooler, glaube ich. Philipp! Was denn? Das war Rechenweg. Nein. Achso, zählt nicht, na gut. Köpfe rauchen.
versuche gerade herauszufinden, Items, warum auf einmal ein Mal? Weil ich die Charaktere natürlich erstmal in ihren Reihen zähle und dann in ihren Spalten für mich selber im Kopf, natürlich, ne? Weil ich. Das ist, wusstest du, dass Mario Kart das einzige Spiel ist, außer Fall Guys, wo ich geragequittet bin in meinem Leben bis jetzt? Also ich habe keine Ahnung von Mario Kart. Absolut verständlich. Absolut verständlich. Ich hoffe, die einzelnen Yoshi-Farben zählen nicht als einzelne Charaktere. Das beantworte ich dir gerne nein. Okay. So, ich gebe euch mal einen Timer. Lang genug. Timer läuft durch. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch folgende Antworten von euch bekommen. Okay. Erscheinungsjahr der Nintendo Switch durch Anzahl der spielbaren Mario Kart. 8 Charaktere. Wir haben bei Philipp 2016 durch 30. Kommt auf 67,2. Das ist sehr, sehr knapp an. Und ich. Ja, doch, sehr, sehr klar. Es ist sehr, sehr knapp an Items dran. Der hat nämlich 2017 durch 30 gerechnet und kommt auf 67,233. Ihr habt eigentlich, na, den gleichen Wert quasi. Einen ähnlichen. Divi hat einmal 2017 durch 20 gerechnet. Kommt auf 100. Und Zombie hat 2017 durch 32 gerechnet und kommt auf 63,03. Eins, zwei, bisschen weniger als Philly und Adams. Ja? Ja. Zombie? Hört man mich? Ich hab dich unterbrochen. Ich dachte, du, da kommt alles gut, alles gut. Aber wie kommst du auf weniger? Ach, du hast 32. Nein, mal, ich kann nicht rechnen. Weil er 32 hat, richtig. Ja, ja. 2017 ist das richtige Erscheinungsdatum, kann ich euch schon mal sagen. Philipp hat ein Jahr vergessen, macht im Großen und Ganzen aber nicht den krassen Unterschied. Deswegen ist schon okay. Insgesamt. Kann ich eine Frage stellen? Bitte? Kann ich eine Frage stellen? Wie kommt Divi bei 2017 geteilt durch 20 auf 100? Gerundet. Ich habe einfach die gerade Zahl genommen. Ja. Gib beim nächsten Mal auch mal das genaue besser ein. Ja, du kannst ja einen Taschenrechner benutzen, so, aber ist ja whatever. Im Endeffekt zählt eh nur das Ergebnis. Und nach Welle 5 kann ich sagen, gibt es jetzt in Mario Kart 46 spielbare Charaktere. Das sind sehr viele. Und damit liegt Zombie am nächsten dran. Das sind mit 43,85 und erst bei 63,03. 4 Punkte auf dein Konto. Sehr gut. Jawohl. Ich hatte auch erst 30 da stehen, aber dachte, es sind bestimmt mehr als 30. Ja. Es kam gerade nochmal 3 dazu, glaube ich, in der Welle 5. So, mit Wiggler und so einem Kram. So viele Charaktere für ein Spiel, das nur in dem Etui drin liegt. Ja, siehst du mal. Und die meisten Leute spielen mittlerweile nicht mehr nur Waluigi, ne? Aber die meisten Sachen kannst du ja eh nicht spielen. Weil jeder irgendwie so eigene Stats hat und dann gibt's einen Meter und dann schwitzt jeder rein mit Waluigi. True. Siehst du mal. Ja, Zombie, nicht 500 Punkte, 400 Punkte auf dein Konto. Hab ich dir gegeben? Ja, hab ich. Sehr gut. Philipp. Ich möchte bitte von dir den Super Zoom 400 haben. Den Super Zoom 400. Den kriegst du. Sehr gerne sogar. Super Zoom haben wir leider nicht technisch perfekt umgesetzt. Deswegen kriegt ihr erst ein herangezoomtes Bild von mir. Und müsst mir dann sagen, welcher. Okay. Müsst mir nicht nur sagen, welches Spiel gesucht ist, sondern ihr müsst mir sagen, welcher Charakter gesucht ist, okay? Mhm. Das ist sehr wichtig. Ihr kriegt quasi ein Bild und es ist sehr stark herangezoomt. Und Charakter bitte als Antwort. Nicht nur das Spiel. 3, 2, 1. Hades Zagreus. Hades Zagreus ist die Antwort von Divi. Wir gucken einmal auf den Non-Super-Zoom. Absolut korrekt. Sehr, sehr gut. Den Artstyle habe ich erkannt. Da ich immer so das Ding, dass jemand sofort Hades sagen will, aber dann nicht weiß, wie der Charakter heißt. An der Stelle war ich, deswegen habe ich nicht gedrückt. Aber Zagreus ist absolut richtig und es gibt 400 Punkte. Sehr gut. Adams. Nice. Jo. Ja, also jetzt haben wir die neuen Sachen kennengelernt. Ich bin aber ein Gewohnheitstier. Ich hätte gerne einen Ohrwurm 500.
Ohrwurm 500. Sollst du kriegen. Ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich die Sims, weil wer das nicht noch nicht gehört hat, dann wird es die Sims. Das klingt gut, ey. Ah, Items, du machst mich komplett fertig. Ich komme immer so komplett random einfach. Ich habe gar keinen Plan, deswegen sage ich selber die Sims. Ja, das ist das einzige Spiel, was ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe Sims Deluxe damals gespielt, als man mir beigebracht hat, wie man mit dem Clowns-Gemälde jemanden in Selbstmord treibt. Das war das einzige Sims, was ich jemals gespielt habe. Ja, dann sind Küchen außen zu bauen. Das klingt so simsig und so, ja. Die Schwimmbadleiter und so. Es klingt es ein bisschen simsig, klingt's. Aber es ist natürlich absolut falsch. Okay. Ja. Machen wir nochmal. Okay, Timer ist durch. Ja. Es klingt so bekannt, aber ich weiß es nicht. Ich war bei irgendeinem so Kirby bekannt. Oder irgendwas, aber... Ich hätte gar noch keine Ahnung von. Einen richtig wilden Guess. Auch ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Kirby ist nicht komplett schlecht. Es ist Nintendo. Oh. Aber nicht nur Nintendo. Es ist auch Ubisoft. Wir haben hier Mario und Rabbids. Sparks of Hope. Ja, wild. Hey, das habe ich sogar durchgespielt. Deswegen kommt es mir bekannt vor. Yes. Welches Lied war das? Bitte? Welches Lied davon war das? Hauptmenü? Das ist einfach Hauptmenü, ja. Das ist einfach das Hauptmenü. Da ist man halt wahrscheinlich einfach nicht so oft. Nee. Ja. Items war da auch nicht. Er war bei Sims. Ich hab da. Ich meine, war kein schlechter Gast. Ich bin ehrlich, war nicht komplett verkehrt. Es klingt so ein bisschen simsig. Es klingt so ein bisschen simsig. Ja. Am Ende kommt er raus, gleicher Komponist oder so. Ja. So. Zombie. Ich möchte ein Super Zoom 500. 500, Junge. Was sah aus? So, in dem Fall will ich keinen Charakter. Hier reicht mir einfach nur das Spiel. Gell? 3, 2, 1. Oh. Alms, du legst es aber los. Ja, ich Mut zum Buzzern ist wieder da. Ich habe das Problem, ich kenn's nicht, also sage ich Only Up, weil das das einzige Spiel ist, was jeder gespielt haben sollte, aber niemand gespielt hat. Also ich nicht gespielt habe. Und was bringt dich auf Only Up dann in dem Fall? Nee, weil es so aussieht. Das ist so diese Grafik, die ich 2036 irgendwie in der Unreal Engine von einem Studentenprojekt erwarten würde. Und in dem Zusammenhang würde ich es deswegen dem Spiel zuordnen. Okay, sehe ich. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch richtig. Es ist Only Up. Es ist das T-Shirt von... Der hat keinen Namen, glaube ich. Ist einfach der Only Up. Guy. Only der Up-Guy. Hey, what's up, Guy? Ja, Items, ich weiß nicht, wie Items auf 3100 Punkten sitzt, so oft wie Items buzzern, bis es einfach falsch ist. Ich raff das gar nicht tatsächlich. Mut zum Buzzern und Glück kombiniert sich, das ist das Gute. Ja, sehr viele Punkte und das ist, wir müssen nachher nochmal checken, ob du überhaupt Minuspunkte gekriegt hast. Aber wahrscheinlich, du warst abziehen. Ja auch am Minus. Nee, alles gut. 500 kriegst du natürlich, Antwort war absolut richtig. 3100 und Divi ist dran. Nehmen wir mal AI Art 400. AI Art 400. Rest so. Ich kann ein Game in 3, 2, 1. Das müsste Goose Goose Duck sein. Philipp. Jetzt komme ich nicht mit Goose Goose Duck 2 oder so eine Scheiße. Wir blenden es nochmal ein. Ich sehe auf jeden Fall, wie du hier auf Goose Goose Duck kommst. Oh mein Gott, Mann. Oh, das ist absolut richtig. Ja, du kleiner. Sonst hätte ich Untitled Goose Game. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie reinbait und dachte ich mir, Philipp hat schon genug durchgemacht heute, deswegen ich jetzt einmal die Punkte ein gutes. 400 Punkte, Goose Goose Duck. Ist absolut richtig. Du kriegst immer so mehrere Bilder, je nachdem, wo man halt irgendwie Bilder generieren lässt. Und auf allen anderen war halt einfach nur eine Gans. Da dachte ich mir, da sagt jeder Untitled Goose Game, deswegen habe ich es nochmal geändert. Ich habe gehofft, dass du buzzerst und Untitled Goose Game sagst. Aber Goose Goose Duck, richtig 400 Punkte auf dein Konto, sehr gut. Und du darfst mir auch die nächste Frage aussuchen. Dann nehme ich, weil es so schön war, noch mehr AI Art 500.
Christa. Kriegt ihr in 3, 2, 1. Ist das Pokémon Snap? Adams, ich brauche eine Antwort, keine Frage. Das ist Pokémon Snap. Super, Adams. Perfekt. Nee. Cool. Es ist nicht Pokémon Snap. Du bist locked out, Adams. Du kannst leider nicht nochmal buzzern. Das ist okay. Ja, ist okay. Ich verzeihe mir. Was könnte das sein? Auch die kleine Hilfestellung, ich gebe oder ich habe bei den Games halt einfach den Titel angegeben. Na? Ja. War vielleicht nicht schlecht zu wissen. Gib euch mal einen Timer. Das ist ärgerlich. Und der Timer läuft durch. Darf ich sagen, was ich denke? Du weißt es auch, ne? Ich merk's gerade. Ich glaube, das ist erst frisch rausgekommen, ne? Das Spiel ist tatsächlich erst frisch rausgekommen. Ist es Viewfinder oder was? Ja. Aber warum sollte es eine Kamera da generell sein? Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hier ist Viewfinder, ja. Dann kommt der Viewfinder, weil der Sucher von der Kamera, Viewfinder. Ja. Ist ja einfach ein Teil von der Kamera. Okay, wusste nicht. Ja. Ist ein Teil von der Kamera. Ist ja bei Viewfinder ist ja auch das Gimmick, so dass man eine Kamera hat. Ja, man hat eine Kamera, ich weiß, aber. Ja. Crazy. Okay. Das wäre das richtige Spiel gewesen. Kam ja auch frisch erst raus, ne? Adams kriegt hier Minuspunkte, sonst geht hier gar nichts raus. Frage wird geschlossen. Adams, darfst mir gerne nächste geben. Oh, ich hätte gern den Buzzer 500. Buzzer 500. Ja. Christian. Adams, eine Frage zu Sims. Oh no! Jetzt muss ich gut raten können. Let's go! Wie viele DLCs? In Sims oder in die Sims wird welche Währung verwendet? Das hatten wir letztens in irgendeinem Scheiß-Quiz. Und da hast du das erraten und richtig eingegeben, Lesk, obwohl es nicht gestimmt hat. Nee, es war so, ich meine zwar falsch, was ich gesagt habe, und du hast es richtig erraten. Und ich hätte jetzt Simon Leons gesagt oder so. Und das war, glaube ich, falsch. Aber wenn das falsch ist, weiß ich auch gar nicht, warum ich gedrückt habe. Dann gibst du mir am besten jetzt eine Antwort. Ansonsten egal, ich sag das einfach. Sag nochmal. Nö, hast du mich schon verstanden. Nee, ich will nochmal die genaue Antwort wiederholt haben. Simon Leons. Simon Leon. Kannst du auch so aussprechen, wenn das der richtige ist. Ist tatsächlich die richtige Antwort. Ja, Simon Leon. Du hast erst Simon Leon gesagt. Du hast es aber zum Glück nochmal korrigiert am Ende. Simon Leon hätte ich nicht zählen. Simon Leon gesagt. Das wäre ja anfangs. Auf meinen YouTube-Dashboard. Aber die Korrektur, die lasse ich zählen. Das passt. 500 Punkte für Philipp. Es ist Simon Leon. Ja, ich habe es richtig erraten. Ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass du es gemerkt hast. Das war vor Monaten. Ja, ich merke mir alles. Ja. Vor allem das Logo von Portal. Ja, das ist ja offensichtlich nicht. Das ist ja nicht das von Portal 2 gewesen. Ja, das nicht. Siehst du mal. Ja, Philipp hatte recht. Simon Leon ist die Währung in die Sims. Zombie, du kannst mir gerne die nächste Frage geben. Ich möchte Super Zoom 600. Mehr Zoom. Die dicken Punkte aus dem Verkehr. Würde ich von euch gerne einmal für 600 Punkte, das ist schwer, den Charakter haben, den ihr hier seht. Oh. Das ist schwer.
fragende Gesichter. Timer. Mein Spiel habe ich schon mal keine Ahnung. Wir könnten einfach einen häufigen Vornamen nennen. Wer ist Emma. Eine Teilantwort? Immer durchlaufen lassen ist langweilig. Civilization 6. Aber ich brauche den Charakter. Ach, den Charakter. Richtig. Ja, General, Oberhaupt, Typ. Johnson. Ich General. Ein Spiel zu erkennen wäre für mich ein Unding. Ich spiele keine RTS. Generaloberhaupt. Generaloberhaupt, ja. Ich logge das ein. Civilization 6. Zombie, es tut mir sehr leid. Was? Das war falsch? Was? Das ist leider falsch. Scam. Generaloberhaupt war leider nicht die richtige Antwort. Ich liebe Generaloberhaupt. Generaloberhaupt-Typ. War noch bin ich im Plus. So ist es. Einfach auf die doppelten Punkte waren. Viel effizienter. Generaloberhaupt ist gar nicht super krass weit weg, aber na. Okay, dann krieg ich die schon ein bisschen. Generaloberhaupt 2? Es ist Bismarck. Ah. Civilization 5, na? Wenn ihr Spiel Deutschland auch spielt, Mensch, bei Civ. Wir das nicht wissen. Ja, es sind 600 Punkte, es ist natürlich hart. So, da. Was soll ich da sagen? Warum spielt der Pirat auf dem Bild? Arr. Es ist Bismarck. Ja, ich glaube, er will irgendwas sagen und das ist einfach, der Screenshot ist ein bisschen ungünstig. Ja, aber Otto von Bismarck. Darf mir nicht sein. Generaloberhaupt Otto von Bismarck aus Civ 5. Aber das Spiel wäre mir jetzt nicht wichtig gewesen. Ja. Mir schon. Aber du hast ja 6 gesagt, sprich, das wäre ja auch nicht richtig. Aber es war knapp. Muss man ja auch anerkennen. Aber ist mittlerweile, ne? Das ist doch ein 6er Teil mittlerweile von draußen. Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube. Warum hast du den aus dem 5. genommen? Weiß ich nicht. Warum nicht? Die Piraten lassen sich noch durchgehen. Ich wusste, dass es Bismarck gibt in Civilization. Ich habe gegoogelt und Civ 5 war das erste, was ich gekriegt habe, wahrscheinlich. So deswegen. In Teil 6 hätte ich ihn halt sowas von erkannt. Ja, ja, aber. Ja, Teil 6 ich hänge immer so ein bisschen hinterher. Ich spiele so, deswegen. Das wäre fair gewesen. Ja. Ich bin ja so der Typ, ich spiele einfach. Ich spiele keine neuen Spiele. Ich spiele einfach alte Spiele, die ich schon 1000 Mal gespielt habe, nochmal durch. Ja, das machen alte Menschen so. Das habe ich auch gehört. Ja, ja, ja. Das erreicht. Jetzt wird aber zurückgefeuert hier. Divi, gib mir lieber die nächste Frage, anstatt mich runterzumachen. Nehmen wir mal einen Ohrwurm für 200. Ui. Ein Ohrwurm für 200. Ein Mini-Ohrwurm. Ja, ein Mini-Ohrwurm. Ein Mini-Ohrwurm für 200. Also der ist bei mir 13 cm lang, der Ohrwurm. Das ist das gigantisch, der Ohrwurm. Das gigantisch. Warum hast du ein Maßband an deinem PC liegen? Weil ich es nicht zurückgeräumt habe. Wir reden nicht drüber und drücken auf Play. 3, 2, 1. Sekiro. Sekiro. 50-50. Ein 50-50 zwischen? Sekiro und Ghost of Tsushima. Kann ich nicht sagen. So, die Sekiro Schatten sterben zweimal. Oder so. Ist absolut richtig. Es ist ja, Sekiro. Ja. Auch so Ghost of Tsushima wäre wahrscheinlich so. Oder? Zombie? Wäre das andere gewesen? Genau. Ghost of Tsushima hätte sonst als zweites geraten. Aber ich hätte auch erst Sekiro tatsächlich im Kopf gehabt. Dachte mir auch, dass man es vielleicht verwechseln kann. Aber Sekiro ist die richtige Antwort. Divi kriegt 200 Punkte. Und Kutscher, Fili, ja, 2L, gib mir das. Bin ich. Ich nehme jetzt gerne AI Art 200. Gebe ich dir. Ich gebe dir und euch ein Bild in 3, 2, 1. Oh, ich gedrückt. Scheiße, ich dachte, das wird mega easy, weil es 200 ist. Ich dachte, ich drücke einfach mal. da hat man ja Rohre gesehen. Und Rohre heißt auf Englisch Pipe. Es ist sehr gut, dass wir die Blur-Funktion reingemacht haben, Flo. Sehr, sehr gut. Hätte ich da, ich snack mir jetzt mal 200 Punkte. Ja, das ist natürlich. Eine Antwort in 3,
Warte. Das ist Satisfactory. Okay, du denkst, dass ich bei einer AI Satisfactory eingebe und dann kriege ich Rohre. Ja, weil ich habe mir jetzt alles eingefallen. Ja, fair enough. Es ist leider falsch. Satisfactory. Also das Blur hat jetzt nicht viel geändert. Ich wollte auch sagen. Hätte mir jetzt auch gar nicht geholfen. Ah, es ist Pipes 3, hätte ich wissen müssen. Och. Nein! Ich. Nein! Du hast nicht gesehen. Ich hoffe nicht, dass wir den gleichen Gedanken haben. Das wird dir gleich leid tun. Ist das Subway Surfer? Oh. Subway Surfer? Nein! Natürlich nicht! Es ist Rust? Rust? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Achso, ja, das wäre Rust gewesen, ne? Zombie hat sehr schnell gebuzzert danach. Ja, ich dachte natürlich, wenn Items buzzert, der hat den gleichen Gedanken wie ich. Achso, nee. Rust, beide. Hast du auch an Subway Surfers gedacht? Nein. Nee? Nee. Oder Surfer. Zombie, Rust. Absolut korrekt. Oh Leute, ich hätte gerade. Ups. Aber er hat auch vor dir gesagt, so, das ist schon okay. Ja, Zombie hat wahrscheinlich einfach gespammt. Ja, absolut korrekt. Das ist nicht Subway Surfer, war ich aber auch ein Ding. Ja, die hat man ein bisschen höher. Na, wenn man Rust eingibt und das kriegt, denkt man so, ist ja voll leicht. Aber wenn man das Bild erst sieht, denkt man halt erstmal, Pipes. Ja, muss erst von den Rohren irgendwie wegkommen. Ja, von den Rohren wegkommen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Deswegen gibt es leider nur 200 Punkte. Ja, Rust aber hat eine gute Antwort. Natürlich hast du Rust gespielt. So. 200 Punkte. Frage wird geschlossen. Items. Ich habe noch nie jemanden so oft falsch buzzern gehabt bei Brainlag. Macht sehr viel Spaß. Gib mir auch. Ich mag den Buzzer. Ist ein guter Freund. Ja. Gute Freunde drückt man ja auch. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Also, guten Freunden drückt man. Ich würde gern kein Risiko mit AI Art 600 kombinieren. Kein Risiko mit AI Art 600. Was macht kein Risiko? Ich habe vorher nicht aufgepasst. Er kann jetzt buzzern und verliert ausnahmsweise mal keine Punkte. Ah. Aber kann ich das jede Runde haben? Nein. Schade. Ja, ich habe überlegt, ob man da ein bisschen mehr von reinmachen kann, so theoretisch, aber bin da immer noch so ein bisschen beschwankt mit Jokern und sowas. Aber nur einmal. Adams benutzt es jetzt und nimmt AI Art 600. Sprich, wenn du nicht buzzerst oder den Buzzer nicht kriegst, bringt dir das relativ wenig. Glaube aber auch nicht, dass es bei der Frage passieren wird. Es ist nicht leicht. Der sitzt in 3, 2, 1. Sehr stark wundern, wenn jemand schnell buzzert. Sehr stark. Weil das eine schwere Frage ist. 600. Denk dran, Adams, du kannst theoretisch einmal. Ja. Ja. Also ich kann ja schon mal sagen, dass es ein Löffel ist. Korrekt. Es ist ein Löffel. Aber nicht nur ein Löffel. Sind die anderen gerade ausgesperrt vom Buzzern, während ich dir denke? Nee. Okay, ich dachte gerade, so, ich mache hier Solo-Show, das machen wir nicht. Ich gebe euch jetzt einen Timer. Farmville. Farmville. Ja, da liegt Gerste oder so auf dem Löffel, ist ein Holzlöffel, ist natürlich verbunden. Die AI hat auch Interpretationsfreiraum. Ich sag Farmville. Farmville ist ein wirklich außerordentlich guter Guess. Für den du keine Minuspunkte kriegen wirst, weil du einen Joker benutzt hast. Yeah. Aber es ist natürlich falsch. Schade.
gebe euch nochmal einen Timer. Ihr seid planlos, aber es ist auch, es ist schwer, ich hab's gesagt. Der einzige Guess, den ich mal geben kann, ist, dass ich einfach nur den Spieletitel eingegeben habe. Keine Ahnung. Und in dem Fall Spice Spoon Simulator. Genau, ihr seht Gewürze, also Spices im Endeffekt. Wenn man Gewürze malt, die so eine Konsistenz haben, dann werden die grounded. Oh. Das ist die Antwort, grounded. Die AI hat halt Gewürz draus gemacht, so. Grounded wäre das richtige Spiel gewesen. Ist schwer. Ja, der Holzlevel war in Red Herring. Ja, es ist im Endeffekt ground Spice, so. Also grounded. Ja. Der war tricky. Für sowas braucht man immer so, es wäre cool, wenn es da so Tipps geben könnte, dass es immer so einen Tipp nochmal gibt, damit vielleicht auch jemand draufkommt, bevor es aufgelöst werden kann. Ja, das ist bei solchen Sachen, wo man so auch um eine Ecke denken muss, vielleicht nicht komplett verkehrt. AI macht manchmal bei auch. Bei den anderen Sachen geht's ja alles Sachen. So. Ja. Aber da will man ja irgendwie draufkommen. Ja, true. Kann ich mal drüber nachdenken, aber diesmal gibt's einfach leider keine Punkte. Aber ihr habt AI-Art ja eh weggeräumt. Deswegen nicht so schlimm. Weggejätet. Was war das andere, wo ihr nicht draufgekommen seid? Viewfinder, ne? Ja. Ja, ja, okay. Das hatte ich aber sogar im Kopf, aber ich wusste halt nicht, dass das wirklich so ein Kamerabegriff ist. Ja, stimmt. Ich dachte halt so, ja, nur wenn man eine Kamera viel benutzt, wird es das wohl nicht sein. So. Ich dachte kurz, du bist wieder arschig und hast einfach New Pokémon Snap. Wäre die richtige Lösung, aber das wollte ich auch nicht probieren. Wieder arschig! Ah. Ja, das mit Portal, das war schon. Danke. Ja, aber weißt du, Philipp muss auch, da muss man auch mal streng sein. Ja, ja. Also ich habe von der Portal-Situation profitiert. Ich wäre immer noch einsamer Spitzenreiter. Ich sag's nur, ne? Ich sag's nur, ich versuche hier abzubauen, es funktioniert nicht so einfach. Kein Risiko, Mathe-Mann. Ja, jetzt habe ich Mathe-Mann gesagt. Okay, das unterste. Mathe-Mann, das unterste. Warte mal, ist das. Kein Risiko, da gebe ich dir kein Risiko. Geht nicht, weil du da eh keine Minuspunkte kriegst, sprich, so, lass mal weg. Ja. Aber dann einfach Mathe-Mann, unterste, ja? Kann ich auch noch einen Joker nehmen? Ja. Dann mache ich Kaffeepause für. Oh, wer will mal aussetzen? Ja, feine Katze darf man aussetzen, ne? Das ist ja eine Überraschung. Okay, meine Active Jokers Kaffeepause. Zack, du bist einmal raus, Adams. Ich trinke gar keinen Kaffee. Deiner ist weg. Ja, jetzt musst du Mathe-Mann, 400 das unterste. Kein Risiko bleibt hier natürlich. Und ich würde gerne von euch Folgendes wissen. Adams, du kannst gerne mitmachen, aber dann zählt halt im Endeffekt dann nicht. Ihr rechnet bitte einmal die Anzahl der bisherigen Brainlag Gaming Ausgaben inklusive dieser mal den Elden Ring Metascore. Metacritic kennt ihr wahrscheinlich so, das sind einfach alle Ratings irgendwie. User Score oder der zusammengefasst. Dieser allgemeine Brainlag Gaming Metascore. Okay. Ja. Der Kritiker Metacritic. Nur Gaming Brainlag? Ja, oder nur Gaming. Okay. Nur Gaming, aber mit Teams quasi. Es gibt ja auch Team Brainlag Gaming. Okay, also bevor ich das nächste Mal mitmache, alle deine Videos vorher gucken, verstehe. Alle, ja. Inklusive dieser. Ja, es könnten 1000 sein, wer weiß. Inklusive dieser. Ist ja ein tägliches Format, Brainlag. Ja, ich kann das erklären. Brainlag gibt es natürlich mit ganz vielen Sachen, Anime, Allgemeinwissen, dies, das. Aber auch Gaming, aber es sind natürlich nur manche. Ach so, Brainlag Gaming nur? Nur nicht Gaming. Alle? Nur Gaming, genau. Oh, ach so, oh. Ups. Schon wurde das Kopfrechnen leichter. Das ist tricky, weil der Elden Ring Score eigentlich scheißegal ist. Man muss nur die richtige Anzahl an Elden Dings wissen hier. Das ist viel wichtiger. Also, was wie Nintendo zählt ja auch zu Gaming dann, ne? Ja, ja. Nee, ach so, echt jetzt? Boah, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal drüber gehen. Haben wir die mit reingezählt? Das wäre wichtig zu wissen. Das gebe ich dir tatsächlich durch. Flo Carla, könnt ihr bitte nochmal nachchecken, ob wir die mit reingezählt haben? Nintendo. Weil theoretisch nein. Weil die Gaming-Dinger heißen halt auch einfach nur Gaming. Nintendo heißt anders. Aber ich gebe dir die Antwort gleich, ja? Ich meine, es wird nichts daran ändern, wie ich schätze. Also eigentlich nicht so wichtig. Ja.
mir schon. Ich würde es gerne wissen. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Flo, du hast ja das Stock, oder? Kannst du kurz nachgucken? Bin mir nicht sicher, ob ich guck selber mal nach eben. Was genau ging's? Ich guck selber ganz kurz. Eine Sekunde. Ich sollte jetzt nicht laut zählen, ne? Das ist natürlich Quatsch. Hast nur so getan, das war halt nicht echt. Okay, ich habe jetzt eine Antwort. Tut mir leid, es hat sehr lange gedauert. Ohne Nintendo. Ohne Nintendo. Richtig. Das ändert meine Antwort gänzlich. Sehr gut. Könnt ihr mal überdenken, ich gebe euch jetzt einen Timer. Hab ich jetzt nicht tun sollen. So. Tut mir leid, das hat sehr lange gedauert. Ey, das ist nicht schlimm. Aber es ist natürlich, ja, danke Philipp für dein Verständnis. So. Anzahl der bisherigen Brainlag Gaming Ausgaben inklusive dieser ohne die Nintendo-Folge, ist nämlich nicht Gaming, ist halt Nintendo, mal den Elden Ring Metascore. Gucken wir, was ihr gesagt habt. Wir gucken erstmal bei Items vorbei. Der hat nicht mitgespielt, aber der hat gesagt 4x91. Ist beides falsch. Items, das kann ich schon mal sagen. Mit Selbstvertrauen falsch. Das darf mit man Selbstvertrauen nicht unterschätzen. Falsch. Das ist das Wichtige. Das ist korrekt. Zombie hat den Metascore punktgenau getroffen. 96. Natürlich. natürlich. Ja, ist aber egal. Die Frage ist, ja, ob die Gaming-Ausgaben, ob das stimmt. Ja? Dann haben wir 12. Einmal bei Divi 7 und bei Philipp 6. Und beide haben 2,19,93. Sprich, wir haben 12, 7 und 6. Und der Metascore, wie Philipp schon gesagt hat, ist eher nebensächlich wahrscheinlich. Weil er nicht so den krassen Swing macht. Sprich, wer weiß, wie viele Brainlag Gaming Ausgaben es inklusive dieser gab, der wird am nächsten dran sein. Und insgesamt mit dieser gab es 7 Stück. Wie Ben? 672. Oh, scheiße. Damit ist Divi am nächsten dran und kassiert 400 Punkte. Ajo! 7 Stück. Richtig. Gab, glaube ich, zweimal Teams Gaming, einmal die Live-Gaming-Ausgabe und dann viermal Gaming so mit der. Ich finde, ja, die Teams-Runden sollten doppelt zählen. Dann bin ich näher dran. Da hast du absolut recht. Dann wärst du sehr nah dran. Hättest du mal mehr Gaming-Quizzes gemacht. Ich hätte einfach mehr Gaming reinstreuen müssen. In ein paar Monaten ist deine Antwort vielleicht richtig, Zombie. Und da müssen wir nochmal drüber nachgucken. Ja. Ich melde mich dann. Bei Folge ganz 12. Kurz noch vorher. Philly, sag mal gerade oder ungerade, bitte. Wie, was? Hä? Bitte einmal gerade oder ungerade. Ich muss was auswürfeln. Ich sag gerade. Du sagst gerade. Ja, ist ungerade. Dann würde ich gerne meinen Joker ziehen. Kaffeepause auf mich selber. Kaffeepause auf Adams selbst. Tschüss, Adams. Gut. Auch genial. Adams trinkt einen zweiten Kaffee, der so oft wie er falsch buzzert, ist das wahrscheinlich sogar gut, ne? Richtig, ja. Ist nicht komplett schlecht. Die Würfel durften entscheiden. Ja. Der macht mich fertig. Hast du die, ja, Zombie hat beim letzten Mal, glaube ich, auch einfach Joker gegen sich gezündet. Ja. Kann man machen. Divi, gib mir jetzt erstmal die nächste Frage, bitte. Nehmen wir mal so ein Buzzer für 400. Ein Buzzer für 400. Das können wir gerne machen. It Takes Two. Tolles Spiel.
Ja. Super. Kann man mit einer anderen Person spielen. Ist Game of the Year geworden, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Und in diesem Spiel gibt es ein Buch. Und dessen Namen hätte ich gerne. Boah, ich habe vor 2 Wochen erst gezockt, ey. Wie hieß der? Das ist die Frage. Das wüsste ich gerne, Philipp. Items wüsste es wahrscheinlich. Der darf aber nicht antworten. Boah, ich komme nicht drauf, ey, so ein Scheiß. Divi kommt auch nicht drauf, glaube ich. Ich bin ein bisschen am Struggeln. Zombie, ja. Habe ich immer Schwierigkeiten damit, das Gesicht zu lesen. Du bist immer so sehr, dein PNG-Ding ist halt immer so völlig entspannten Gesichtsausdruck. Es tut mir leid. Das macht ja nichts. Blinzelt der eigentlich immer, wenn du blinzelst, oder ist das. Oder nee, ist das alle automatisch. Sekunden nur. Okay. Warte, ich habe ja, bestimmt eine Lösung. Okay, Countdown ist durch. Ja, sehr gut. Bitteschön. Ja, jetzt ist besser. Zombie ist auch wirklich, hat gar keine Ahnung. Mensch. Timer ist auch durch. Keiner hat mir eine Antwort geben können. Philipp gerade erst gespielt, aber hat keine Ahnung mehr, wie das Buch heißt. Irgend so einen spanischen Namen oder so. Book, ne? Of Love. Nee, ja. Nee, der hatte doch so einen Eigennamen, oder? So einen komischen. Er sagt immer irgendwas von wegen Imagination oder sowas, glaube ich, oder? Hakim kann auch. Hoche. Juan. Hoche wäre auch gut. Nee, der hatte irgendwie so einen. Ja. Und dann hat er Doktor so Hakim. Hakim. Doktor Hakim. Nicht der Hoche. Scheiße. Hoche wäre aber auch geil gewesen. Doktor Hoche, Alter. Ich hatte auch Doktor Hoche im Kopf die ganze Zeit erst. Ja. Ich hatte noch irgendwas Komisches im Kopf. Einfach keiner gibt mir eine richtige Antwort. Items, du darfst wieder mitspielen, okay? Ja, ja. So. Ja, gut. Items darf wieder mitspielen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fragen. Sprich, haben noch ein bisschen. Nächste gibt ich mir. Nehme. Richtig, Philipp. Super Zoom und nehme den Kein-Risiko-Joker. Und 300 natürlich. Ja, okay. Ja. Oder die ganze Kategorie. Kein Risiko. Auch. Machen wir an. 300. Kannst einmal buzzern, ohne Minuspunkte zu kriegen. Und du sagst mir bitte einmal, welcher Charakter. Such das wichtig, ne? Ich will nicht das Videospiel. Kannst du mir natürlich gerne dazu sagen, aber ja, werde ich nicht unbedingt. In 3, 2, 1. Shit, das geht ja weg. Ich weiß. Ich weiß auch. Ich habe vergessen, dass das weggeht. Na, Mist. Na. Ja, du dachtest, du bist sehr schlau, aber es ist leider nicht der Fall. Ich habe übrigens gar nicht gedrückt, das ist ein Bug, glaube ich. Ja, ja. Ja, genau, ich habe nicht viel gesehen, nur so eine Insignie auf der Brust oder so, I don't know. Ja. Philipp, ich deine sag, Antwort. Das ist 3, 2, Diablo, 1. Weiß ich nicht. Diablo ist die Antwort und die ist falsch. Mist! Divi, Lilith. Oh, Divi, ist das aber von Diablo? Rein. Scheiße. Ja, Diablo ist aber, ne, was anderes. Ja, ja, I know. Ein anderer Kollege. Aber es ist Diablo und genauer gesagt, es ist Lilith. Ach, absolut Mist. Richtig. 300 Punkte für Divi. Die Tochter des Asis. Yes, yes. Genau die, ja, ja. Du Diablo meinst jetzt mich, oder? 4. Das ist voll, als auch, wenn du den Titel claimen willst, gerne. Ja. Okay. Divi kämpft sich hoch, ja, aufgeschlossen zu Philipp. 2100 Punkte. Ja, ey, ich komm runter, kein Problem. Items trifft sich bestimmt gleich wieder mit den beiden. Mach nochmal Kaffeepause. Oh, ich bin fast da, wenn ich jetzt eine 600er verkacke. ja. Wie wär's mit Ohrwurm 600 dann bei mir? Dir reicht auch schon eine doppelte Frage und gut ist. Was meinst du, Ohrwurm? Ohrwurm 600, ich komme den Leuten ein bisschen entgegen. Ohrwurm 600, nimmst theoretisch aber den 1200er raus, ne?
Wenn du jetzt nicht sofort buzzerst, ne? Ich muss es ja erstmal hören, bevor ich buzzern kann. 600 Items. Und alle anderen. Gebt mir gerne den Titel, aus welchem dieses Stück hier stammt. 3, 2, 1. Oh, wir versuchen es mal. Dead Space. Adams, du machst mich komplett fertig. Aber wieso? Das ist nicht für mich Dead Space. Das würde ich gerne hören, wenn ich Dead Space spielen würde. Oh. Wäre auch einfach lustig, wenn das jetzt Dead Space wäre, ne? Das wäre sehr witzig. Das wäre witzig. Würde ihm voll gönnen. Adams, es tut mir so leid, es ist leider nicht Dead Space. Das ist natürlich schade. Es klingt ein bisschen wie diese, weiß nicht, ob ihr das kennt, Binaural Beats. So Konzentrations- White Noise. Und es ist nicht Dead Space. Das sind die Tipps, die ich geben kann. Ansonsten kriegt ihr jetzt mal einen Timer von mir. Ich hab das gerne für euch eingeengt. Ich will was antworten, aber irgendwie sind alle Spiele irgendwie Neuerschiene-Spiele, deswegen wird es wahrscheinlich falsch sein, aber es klingt irgendwie sehr nach Astroneer für mich. Astroneer. Das hat einen sehr ähnlichen Soundtrack. Sehr ähnlichen Soundtrack. Aber leider nicht ganz den. Also einfach nicht den. Das ist minus 300. Right, Zombie, ist nicht richtig. Countdown geht nochmal an. TikTok. TikTok. Du hattest nicht ganz unrecht mit Neuerschiene-Spiele. Auch das hier ist nicht wirklich alt. Und ja, wenn man es nicht weiß, dann kommt man da wahrscheinlich auch nicht drauf. Wir haben hier einmal Stray. Oh, lol. Oh, das habe ich nie gespielt. Ja. Ah, doch, ein bisschen, aber ne. Doch, natürlich. Items, ich habe Stray bei dir sogar gesehen. Ja, das ist absolut. Wenn auf YouTube. Das sind zwei Folgen auf YouTube gekommen, that's it. Oh, dann. Ich habe Stray nie gespielt. Ja, das steht noch auf der Liste. Ich habe es durchgespielt. Oh. Nee, ja, aber der Soundtrack ist nicht so im Kopf geblieben. Ja. Nee, das ist. Zombie hat auch Scooter angemacht, einfach währenddessen. Jan-Cat-Version, Scooter-Mischmasch. Nee. Ja, die Punkte verfliegen. Zombie. Gerne die nächste Frage. Buzzer 600. Oh. Buzzer 600. Wir nehmen die Big Boys raus. So, du hast eine Nintendo-Frage erwischt. Muss nichts heißen. Muss nichts heißen, das ist absolut richtig. Welchen Namen trug Mario bei seinem ersten Auftritt in Donkey Kong? Plumber Guy. The Plumber Guy. Würde ich sagen. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Irgendwie sowas. Er hatte dann auch keinen eigenen Namen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der das Mario. Das ist richtig. Der aber ich da deswegen noch nicht Mario, ansonsten wäre Mario die Antwort. Ja. Ja. Du sagst Plumber Guy. Das musste ja irgendwo zum Klempner gehen. Und wenn er nicht schon in dem Work-Title so geheißen hätte, wäre es ja alles geworden. Deswegen sage ich Plumber Guy. Richtig. Ich habe im Chat jemanden gesehen. Ich glaube, das war ungefähr sowas, dass derjenige. Also, irgendjemand hat ganz viele Kanalpunkte auf dich gewertet, Items. Der muss gerade richtig Krise kriegen. Es ist nicht Plumber Guy. Er sagt es doch immer so überzeugt. Zombie, was hast du gesagt? Jumpman. Jumpman. Oh, nicht Plumber Guy. Plumber Guy wäre aber echt ein guter Name. Vielleicht ist es Plumber Guy. Ich hätte es ihm einfach abgekauft. Es war so confident, ey. Ja. Ich hätte es ihm auch abgekauft, aber Jumpman ist die richtige Antwort. Ja, absolut korrekt. Zombie, 600. Sieht auch viel eher aus wie ein Plumber Guy als ein Jumpman auf dem Bild. Jumpman. Das ist halt alles, was er gemacht hat. Ne? Er ist gesprungen. Jumpman. Ja, wir waren halt auch Klempner. Ne? Plumber Guy ist aber auch einfach. Es war auch eine gute Antwort. Wusstet ihr, dass Itzemi Mario, wenn man japanisch die jeweiligen Sachen hören würde, einfach nur Super Mario heißen würde? Also Itzemi würde auf japanisch Super heißen? Ein Tweet auch gesehen auch vor ein, zwei Tagen. Lol. Ja. Ist ja verrückt. Also, Itza heißt, glaube ich, einfach Super, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber dann heißt der Super Mi Mario. Ne, Itzemi ist zusammen, das zusammengenommen ist das Super. Ah.
Ja, das ist einfach schlau von Nintendo. Sehr, sehr schlau. Bestimmter, ja, bestimmt Absicht oder nicht. Ganz bestimmt. Divi. Ja. Yeah. Nächste Frage, bitte. Ja. Yeah. Na, Super Zoom 200. Schlau. Super Zoom 200. Super Zoom 200. Denkt dran, ich will kein Spiel, ich will einen Charakter. Und das Bild seht ihr in 3, 2, 1. Geralt von Riva, Witcher 3. Beziehungsweise Witcher. Ich dachte. Items buzzert wieder schnell. Und gib mir die Antwort: Geralt von Riva. Witcher 3, der Schlechter von Blaviken. Und es gibt dir. Zweiter Punkt, ist absolut korrekt. Muss ich irgendwann unbedingt auch mal spielen, die Witcher 3. Sehr gut. 200 Punkte auf dein Konto, Minuspunkte ein bisschen ausgeglichen, bist du der Erste. Sehr gut. Ihr habt noch 7 Fragen, die 2 letzten, die einfache Punkte geben. Und Philly gibt mir eine. Ich möchte Mathemann 400, das Vierte. Mathemann 400, das Vierte. Beste. Packt wieder den Taschenrechner aus, bitte. Ja, kriegt wieder eine ganz, ganz schwierige Rechnung. Ich hätte gerne einmal von euch den Super Mario 64 16 Sterne Weltrekord in Sekunden. So fick. Geteilt durch. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt wird's gut. Die Alphabetposition des Anfangsbuchstaben des zuschauerstärksten Videospiels auf Twitch im Juli. Oh ja, okay. Was? Das waren super viele Worte. Wenn jetzt zum Beispiel Bomberman das meistgeguckte Spiel auf Twitch ist, dann nehmt ihr B, ist quasi die 2 und das ist die Antwort auf den Teil. Okay, ja, zum Glück es ist, man muss es erstmal registrieren, aber ich glaube, man kommt drauf. Im Juli. Also nicht Kategorie Videospiel definiert, ne? Ja. Ja. Korrekt. Also kein Just Chatting, offensichtlich. Yes. Weiß ich, ey. Ja, irgendwann bin ich einfach ein bisschen verrückt geworden. Es tut mir leid. Ja, aber ich muss das auch heute alles morgens. Ich habe das. Ich habe so ganz, ganz krass prokrastiniert und habe einfach alles heute Morgen noch gemacht. Und dann war so, komm, scheiß drauf. Alles, was in meinen Kopf gegangen ist, so auch direkt wieder auf Papier. Muss ich mir auch fürs nächste Mal merken, der große Wert von den beiden ist natürlich auch immer der, der nicht ganz so ausschlaggebend ist in dem Fall, ne? Je nachdem, wie krass man halt nach oben geht. Also der kleine Wert, der macht halt immer den größeren Unterschied. So, ich logge das ein und bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Ja, kommt drauf an, ob du multiplizierst oder dividierst, ne? Welcher Wert mehr Unterschied macht. Ja, natürlich. Ach, Mann, das ist so eine scheiß Aufgabe, Mann. Was für ein Spiel war denn da krass? Das ist eine sehr gute Frage. Philipp. Ja. Will ich doch meinen. Was war's denn im Juli? Ich muss sagen, ich finde die Kategorie ganz lustig so. Mir kam die heute Morgen irgendwie so ein bisschen random, weil ich nicht einfach nur Schätzfragen drin haben wollte. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz cool. Gefällt mir, lass ich drin. Ich habe keinen Plan. Außer ihr findet das alles scheiße. Das zuschauerstärkste Videospiel, das Videospiel, was an einem Moment. Meiste Watchtime wahrscheinlich, oder? Oder meiste Watchtime? Das müsste Watchtime im Juli sein. Okay. Es müsste Watchtime im Juli sein, aber da gucke ich jetzt auch nochmal nach. Ja, wäre es einen Monat vorher gewesen, hätte ich es gewusst. Mann. Ja, Zuschauerstunden.
Zuschauerstunden ist ja im Endeffekt Watchtime. So. Wir warten eh noch ganz kurz, bis Adams wieder da ist, deswegen logge ich noch gar nichts. Aber ein paar Antworten haben wir schon. Bin ich gespannt. Sehr gespannt. Items come back. Now. Sehr gut. 10 Sekunden Timer, falls du irgendwas ändern willst. Aber du hast ja eh schon eingeloggt, glaube ich. Ach, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da hingeschrieben habe. Ich mir wurscht. Können wir machen. So. Es ist eingeloggt. Oh. Es ist eingeloggt und wir gucken mal drauf. Wir haben Super Mario 64 16 Sterne Weltrekord in Sekunden durch Analphabetposition des Anfangsbuchstaben des zuschauerstärksten Videospiels auf Twitch im Juli. Es ist quasi eine sehr einfache Frage. Sehr einfach ich verständlich auch. Ist dir gekommen, ey. Das kann mir nicht vorstellen. Da saß und dann dachte ja, das ist es. Aber Philipp, du findest die Frage doch auch genial, oder nicht? Die ist genial, wenn man wüsste, was das stärkste Spiel ist. Und ich weiß nicht, ob es Diablo ist, aber Diablo war letzten Monat, ne? Ja, Diablo war im Juni, genau. Diablo gibt's ja auch noch. Ja, ich kann dir sagen, Diablo ist nicht mal in der Top 5. Dann ist gut, dass ich gewechselt habe. Sehr gut. Wir gucken mal, was ihr gesagt habt. Wir haben einmal Zombie mit 450 durch 15 okay, ist 28. Komm, jetzt auch die wilden. Also du hast 28 hingeschrieben, dein Ergebnis wäre theoretisch 30, glaube ich. Vielleicht habe ich mich verrechnet, ja. Ich habe die Zahl 10 mal geändert. Willst du trotzdem 28 nehmen oder willst du auf 30 ändern? Ich bleib bei den 28. Ja, dann bleibst du bei den 28. Dann nehmen wir die 28. Wir haben einmal von Adams 490 durch 12. Da kommen wir auf 40,83. Oh, und dann haben wir zwei, die sehr, sehr, sehr krass nah aneinander liegen. Divi und Philipp. Mit 840 durch 11 und 830 durch 11. Ja. 76 und 75. Da kommt ihr bei der bei dem Weltrekord sehr nah hin. Der ist nämlich irgendwas mit, ich glaube, irgendwie 13 Minuten oder so. Also insgesamt 875 Sekunden. Oho. Ja. Sehr, sehr nah dran. Und dann kommt als nächstes das Game. Da habt ihr mit 11, ist es. Ist es League? Das ist 11 für. Mir ist nicht anders eingefallen, das ist League. Aber ist L nicht 12? Ist L nicht. Oh. 12? Ja. Dann haben wir uns beide verzählt. Obwohl du auch 11 hast. Ja, L ist. Was ist 15? A, B, C, Zombie? D, E, und was hast du gedacht? H, I, J, K, L. O, aber ich weiß nicht, ob O 15 ist. O 15 für? Only Up. Ah, Only Up, ja. Okay, sehe ich. Ja, ihr habt alle nicht recht. Es ist nicht League of Legends, es ist nicht Only Up und es ist auch nicht 11. Wieder ja. CSGO. 100. Es ist GTA 5. GTA 5 hat die meisten Zuschauerzahlen, Zuschauerstunden. Wer spielt denn GTA 5? RPler. RP ist einfach absolut riesig. Immer. Dann ist League aber echt tot, ey. Sogar GTA 5 drüber. 7. Ist, naja. Und dann wisst ihr selber, was das heißt. 125, sprich, Divi ist mit den 840 näher dran, weil ihre Zahl ein bisschen größer ist. Damit kriegt Divi wieder 400. Impressive. Ja. Damit ist Divi auf dem ersten Platz zum ersten Mal. Aber das ist auch immer so, wenn man nicht weiß, okay, was war das zuschauerstärkste Spiel? League of Legends. Ja, keine aber Ahnung. Es ist meistens halt auch League of Legends. Es ist oder ganz, Fortnite. Manchmal ist es GTA, aber meistens halt League. Viewer Hours ist halt immer so bei Only Up und Diablo und sowas sehr top-centric, glaube ich. Ganz viele große Streamer, also ein paar große Streamer, wo es dann viel geguckt wird. Aber diese komplette breite Masse und so und dann kommen ja auch noch so E-Sports-Turniere und sowas dazu, so Ligen und keine Ahnung. Die haben ja ganz, ganz krasse Watchtime im Vergleich. RP aber trotzdem, ist halt auch GTA RP ist einfach eine ganz wilde Bubble. So. Das ist so die Sachen, die ich auf Twitch nie so ganz gerafft habe bisher. So GTA 5-Bubble und die DJ-Bubble.
Das sind für mich so zwei Sachen, die verstehe ich aber nicht so ganz. Also DJ-Bubble ist einfach die Reinkarnation des Radios, wenn du es so möchtest. Und die GTA-Bubble ist halt einfach RP. Ja. Und RP ist halt einfach riesig, weil es halt... Sind so, wenn jemand so einen DJ-Streamer guckt, so wie ich damals House FM gehört habe, während ich WoW gespielt habe, so im Endeffekt. Genau, oder? Also ich habe hier, mein Headmod hört den ganzen Tag über nur die DJs durch, theoretisch. Ja, also sehe ich so ein bisschen, ja, finde ich, ich habe noch nie so DJ-Streams auf Twitch geguckt, aber muss ich mal machen. Oh. Ja, mach. Ich darf das Ding wählen, gell? Also ich möchte nicht, dass hier zu viel Mathematik im Raum steht. Deswegen nehmen wir Mathemann, um es nach und nach rauszutragen. Okay. Und ich möchte gerne Mathemann das zweite, damit das mittlere stehen bleibt, damit es hübscher ist. Okay, Christian. Ja. Super, dann dürft ihr gleich nochmal rechnen. Jetzt kommt gleich der Anfangsbuchstaben der Blutgruppe des Hauptcharakters aus Super Mario World oder sowas. Ja, aber so mit den alphanumerischen Zuordnungen zu Buchstaben arbeite ich auch super gerne. Ja, verstehe ich. Was war doch eine kreative Frage, Philipp. Ich verstehe den Hass jetzt gar nicht. Ich fand die auch geil. Ja, danke. Wirklich, super. Meine gute Frage, nicht so Portal. Ja, weißt du? Ich habe das Gefühl, da ist viel Subjektivität in. Wir haben diesmal kombiniert Valorant und Dark Souls, okay? Ich will von euch einmal die Anzahl spielbarer Valorant-Agenten mal die Summe aller Dark Souls 1-Bosse. Alter, das sind Fragen, ey. Jetzt wäre es gut gewesen, überhaupt mal Dark Souls gespielt zu haben, ne? Dark Souls 1 Bosse. DLC inkludiert. Ah, okay. Und als Bosse, na, nur damit das klar ist, so zählen nur die Dinge, die halt auch diese typische Dark Souls Bossbar haben. Keine Minibosse. Ich zähle die einfach mal kurz im Kopf durch. Ja. Weiß ich. Wie viele Charaktere gibt es, ey? Mehr als man denkt. Ich habe. Ach komm, scheiß drauf. Du, ich sag, das ist da. Ja, und guter Einwurf vom Chat. Soll ich auch noch spezifizieren? Hier so Doppel-Boss-Fights zählen natürlich auch nur einfach. Sprich, ONS zum Beispiel sind natürlich nicht zwei Bosse. Also suchst du nicht die Bosse, sondern Bossfights. Richtig. Ja. Gibt es auch Nebenbosse in Dark Souls? Ja, also es gibt Bosse, die kann man halt, also optionale Bosse halt, klar. Zählen die auch da rein? Oder gibt es da jetzt um. Alles, was so eine Bossbar hat, wie bei Elden Ring quasi. Wenn das so eine Leiste hat, zählt es mit rein. Ich glaube, ich habe viel zu viele. Ja. Hast du Elden Ring mittlerweile durchgespielt, Level 1, nackt? Ich bin immer noch beim Godskin-Duo beim 1375. Versuch gerade. Wir machen hier nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ich gebe euch langsam mal einen Timer. Ich habe halt Valorant noch nie offen gehabt. Das ist natürlich dann ungünstig für die Frage. Ich habe jede Woche offen und war mir nicht sicher. Na, außer Timer. Schätzen kann ich ja nichts machen. Richtig. 15 Sekunden. Wenig, zu wenig. So, wir sind durch. Der Gleichung stimmt jetzt nicht mehr, aber ist egal. Das Ergebnis ist richtig. Wir sind durch. Ihr solltet Anzahl spielbarer Valorant-Agenten mal Summe aller Dark Souls 1-Bosse rechnen. Und habe ich folgende Rechnung bekommen. Philipp, 23 mal 20 ist 523 Stück gibt es da schon? Ach du Scheiße, ja, so mal 25 auch wollte ich eigentlich noch schreiben, aber ich hatte keine Zeit mehr. Es gibt keine 23. Okay. Okay. Ach Mann. Items hat 28 mal 25. Ey, also 700. Ist ja das nächste Smash Brothers gleich. Divi hat 11 mal 21. 31 und Zombie hat 8 mal 25, 200. So. Man merkt auf jeden Fall die Valorant-Spieler hier. Valorant, ich glaube, mittlerweile. Wie gibt's denn? Ich dachte, 23 wäre gut. 20? Gibt's einen neuen gerade, der heißt, ich glaube, Deadlock, oder? Irgendwie genau, Deadlock. Ja. Deadlock, richtig. Und das ist Agent Nummer 22. Ja, komm, siehst du. Aber. Dark Souls Bosse
Dark Souls 1 Bosse gibt's Bossfights, ja? Nicht einzelne Bosse, Bossfights. 26 Stück und damit sind wir bei 572 und das ist fast eine Punktlandung von Philipp. Oh, schade. Nicht ganz, falscher. Rechenweg ist nicht akkurat. Nee, ich war aber es ist trotzdem sehr, sehr nah dran. Ja. Wie viele Agenten gab es, wo das Spiel rauskam? Ich glaube 8. 12, oder? Oder nee, es gab. Ich hatte irgendwie so 4. Ja, mehr, Kopf, ja. Deswegen so, dachte ich, so, stimmt, ja. 4 seitdem erschienen oder so. 12, 13 oder so. Nee, jedes Season kommen ja nochmal neue. Das ist, es gab auf jeden Fall genug, dass du zwei komplett unterschiedliche Fullteams hattest und ich glaube, zwei Chancen in der Rotation. Jet war ja eine Zeit lang rausgenommen, ganz beim Release und sowas. Krass. Deswegen, das ist, also ich glaube, die sind mit 12 oder so gestartet. Falsch sind 23 Agents. Es wird nichts ändern. Sind es 23 mittlerweile? Bin ich da sogar noch mehr dran. Also wenn der Random Button, gibt es einen Random Button im Pick? Bin ich mir gar nicht sicher. Glaub dann wird es passen, weil die Reihe ist, glaube ich, nämlich jetzt wieder bei den Agentenauswahlen, müsste jetzt wieder gleich groß sein. Nee, es sind 22, oder? Warum soll es denn 23 geben? Wir haben auf der offiziellen Seite geguckt, da steht 22. Deswegen, ist ja auch egal, es sind 22, steht nämlich da. Philipp hat recht, ist sehr nah dran, kriegt 400 Punkte. Wir schließen diese Frage und dann müsste es jetzt wieder doppelt geben. Denkt an eure Joker. Alle weg. Ja, wenn ihr die jetzt nicht benutzt, so dann gar nicht mehr wahrscheinlich. Es kann auch immer nur eine gleichzeitig gezogen werden, das will ich auch mal dazu sagen. So. Also Kaffeepause. Kein Risiko ist mir egal, aber Kaffeepause immer nur einer zur selben Zeit. Sprich, ihr könnt euch nicht alle gegenseitig rausnehmen, aber es gibt ja eh nur noch zwei. Und Zombie, du gibst mir gerne jetzt die fünftletzte eine Kaffeepause Frage. Auf Items. Sorry. Hallo, nee, gerne. Ich hab gern Pause. Okay. Und Kaffeepause Ohrwurm 400 dann. Available. Soll ich meine Bestellung wiederholen oder? Ohrwurm 400? Ne, ich muss es halt im Backend. Das ist nur ein bisschen umständlich gemacht, aber ich krieg das hin. Siehst du? Ich guck so lange Yu-Gi-Oh-Karten an. Gleich habe ich nicht viel Ketchup zu wenig. 400 mal 2. Ja, dein Wunsch, mein Befehl. Für 800 Punkte. Ohne Items. Welches Spiel? Suchen wir hier. Cult of the Lamb, warum habe ich so lange gebraucht? Ja, oh. Mann, shit. Er buzzert sehr schnell. Und Zombie sagt: Ja, gib die Punkte, komm. Cult of the Lamb, gib die Punkte, komm, sagt er auch. Und ich folge wie ein Anhänger in Cult of the Lamb und gebe dir 800 Punkte auf dein Konto, ist absolut richtig. War schnell. Ich hatte die ersten 3 Sekunden schon einen innerlichen Meltdown und so. Ich kenne das. Ja, ja, wenn man es erstmal zuordnen muss, man genau weiß, ich weiß das, aber was ist es genau? War trotzdem sehr schnell. Gute Antwort. Aus der Pistole geschossen. 800 Punkte. Schließt ein bisschen auf. Und Divi gibt mir die nächste. Items ist wieder frei. I am free. Hättest du es erkannt, Items? Ich habe gerade auf der Lamp nie gespielt. Perfekt. Ja, aber du hättest es wahrscheinlich einfach geraten, wieder aus Versehen. Ich hätte Pikmin geraten, um ehrlich zu sein. Ich nehme einfach mal kein Risiko und Buzzer 300. Kein Risiko und Buzzer 300. Das machen wir. Gehen rein. Buzzer 300 mal 2, 600 Punkte. Einmal. Diesmal keine Sims-Items, aber ähnlich. SimCity, also nicht ähnlich, aber steht halt auch Sim drin. Worauf hat man bei der Entwicklung von SimCity bewusst verzichtet? Muss ja irgendwas antworten, ne? Also auf Vögel. Auf Vögel. Auf Vögel. Auf Vögel. Ja. Ich habe keinen Plan. Ist ja ein Stadtbausimulator. Und was ja, und ist da eine Stadt ohne Vögel? Ja. Hat man darauf bewusst verzichtet? In dem Fall ist das die falsche Antwort. Aber du kriegst keine Minuspunkte. Ah. Ich habe die Antwort irgendwann mal gehört, aber zu lange her. Bewusst verzichtet würde ja dann vom Spiel ausgehen, ne? Ja, so eine Sache, die
in dem Spiel nicht realistisch ist, aber man hat sich bewusst dazu entschieden, aus Gründen. Ja. Die SimCity von echten Städten unterscheidet. Ich gebe euch einen Timer. Drei, zwei, eins. Na, schade. Keiner weiß, es ist, glaube ich, so ein Funfact, den man Straßenbahn wahrscheinlich oder so ein Kram. Keine Straßenbahn. Aber es kommt nah ran. Es sind tatsächlich Parkplätze. Hm. Ach so, ja, doch, klar. Bei SimCity gegen Parkplätze entschieden, weil laut den Entwicklern ansonsten Städte auf einmal übel hässlich und langweilig aussehen. Und ja, deswegen hat man die nicht reingemacht. Ne? Yes. Wusste das keiner. Das war auch wild. Ich dachte, dass ein paar Food-Businesses oder sowas eigentlich schon so ein Drive-Thru hätten. Ja, die haben aber in einem Interview war das irgendwie so, dass die, bevor die Spiele entwickelt haben, irgendwie zu verschiedensten Läden und so gegangen sind, dann gemerkt haben, oh, bei einem, weiß ich nicht, Supermarkt zum Beispiel, der ist halt so groß und der Parkplatz ist dann so groß. Sprich, ja, bei genau. Allem brauchst du immer einen Parkplatz, der fünfmal so groß ist wie das eigentliche Gebäude und das hätte das Spiel einfach ein bisschen scheiße aussehen lassen. Taru. Deswegen keine Parkplätze. Keine Punkte für irgendjemanden, TV hat keine verloren. Philipp, gib mir die nächste Antwort. Nee, die nächste Frage bitte. Ja, dann würde ich gerne jetzt mal Mathemann haben. Die letzte. Mathemann. 400 mal 2. Letztes Mal Mathemann für 800 Punkte. Ich bin sehr gespannt. Ich würde. Ich will ein bisschen wieder. Ihr rechnet einmal bitte das Preisgeld, das Moist Critical auf einen Halo 2 Legendary Deathless mit allen Skulls Run ausgesetzt hat, geteilt durch das maximale Fassungsvermögen an Rubinen in Ocarina of Time. Okay, ja. Das ist so geraucht, ey. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was da los war bei mir. Ja, also mal, Halo 2 ne? Legendary Deathless. Hast du irgendwas konsumiert? Ja, nee. Okay, nur so. Geteilt, ne? Ja. Geteilt, genau. Okay. Ja, Halo 2 Legendary Deathless. Mittlerweile ist der gefallen, die Challenge, aber da gab es ganz lange so ein Bounty drauf. Der erste, der das schafft, so mit allen Modifikatoren und so, die es gab, der hat halt eine bestimmte Summe gekriegt von einem YouTuber. Geteilt durch die Anzahl an Rubinen, die man halt in Ocarina of Time maximal haben kann, mit den größten Upgrades quasi. Also das ist der Gesamtpool. Bestimmt gelohnt, einen Zelda-Teil zu spielen für die Frage. Das finde ich größte schwierige Teil. Ja, das Moist Critical könnte ich dir wahrscheinlich sagen. Keine Ahnung. Und mit wahrscheinlich sagen meine ich, ich habe keine Ahnung. Die Fragestellung liest sich echt immer so ein bisschen, als ob ich irgendwie bestimmte Substanzen genommen habe. Was bringen Rubine bei Zelda? Du kannst Sachen kaufen mit. Das ist deine Währung. Oh, das ist gut zu wissen. Dann ist das wahrscheinlich schwachsinnig, dass ich eingeben habe. Drüll. Ich gebe euch mal einen Timer. 15 Sekunden. Ich bin schon aufgeregt, was danach passiert. Gute Frage. So. Ich muss ganz kurz was checken. Ich habe was gelesen. Check mal. Ob das irgendwas ändert, aber ich glaube nicht. Nee, sehr gut. Ja, wir sind locked. Ihr habt mir alle eine Antwort gegeben. Und die gucken wir uns mal an.
Moist Critical, Halo 2, Legendary Deathless Preisgeld. Mit diesen ganzen Skulls, das sind so Modifikatoren, die man irgendwie anmachen kann, dann wird das Spiel schwerer. Alle bis auf einen aus irgendeinem Grund. Wurde ganz lange nicht gemacht. War auch sehr, sehr schwer. Hat dann, glaube ich, letztes Jahr erst dann jemand geschafft. Zombie sagt, da gab es $12,000 für. Und in Zelda kann man 999 Rupees in seinem Beutel rumtragen. Tivi. Hey, Mann, was denn? Da steht 100. 100.000, also ja? 10.000 im Endeffekt. Soll das 100.000 sein? Ja. Oh, ich habe nur vergessen. Ja, es sollte 100.000 sein. Ja, ja, ja. Okay. Und 500 Rupees, aber das Ergebnis ist 200. Philipp haben wir 10.000 und 250 Rupees. Das Ergebnis ist 40. Bei Adams haben wir 10.000 und 999. Und dann kommt er auf 10. Na? Soweit alles super. Kann ich schon mal sagen. Ich habe euch die Inputs nicht gezeigt. Bin dumm. So. Moist Critical hat ein Preisgeld ausgesetzt auf den Halo 2 Legendary Deathless Run. Über $20,000. Der ist ja reich. Sehr viel Geld. Ja, ja, ist ja YouTuber, ne? Content Creator. Geht's ja. So. Und in Ocarina of Time kann man anders als in den späteren Teilen nicht 999 Rubine tragen, sondern 500. Wait a minute. Was natürlich heißt, dass Philipp aus Versehen auf das richtige Ergebnis von 40 gekommen ist, weil er einmal die Hälfte und einmal das Doppelte genommen hat. Und damit kriegt Philipp nicht nur 800 Punkte, sondern 1200, weil er sich die 200 extra Punkte schnabbelt für die Punktlandung. Die muss Flo aber dann nochmal eben draufrechnen. Also da fehlen jetzt nochmal 400. Und damit kommst du wieder auf den ersten Platz. Ja, da ist der Incident auch wieder vergessen dann irgendwann, ne? Da, ja, wart mal ab, gibt noch zwei. Oh, ne? War ja. Gibt noch zwei. Ja, mehr Glück als Verstand, du. Ja, aber ja, muss man mal Glück haben. Du hast anfangs bei Rubin 16, glaube ich, drin stehen. Das war. Ich dachte, das wäre sowas ganz Besonderes. Aber das wenn man das Sachen kauft, ja. Dann werden 16 nicht reichen, I guess. Ja, das war ein bisschen daneben. Items. Oh ja, ich hätte gerne den Buzzer 200. Buzzer 200. Yes. Machen wir rein. Für 400 Punkte, vorletzte Frage. Mit welchen drei Buchstaben beginnen die Namen aller Götter in Elden Ring? Ich wollte hab's nie gespielt. Ich kenne nur das Elden Beast. Ich sag E. Hä? Das ist aber nur ein Buchstabe. Das ist ein Buchstabe. Ach so, dann willst du mehr. Ja, dann E, B und G. Das ist absolut falsch. Schade. M, G und R. George R. R. Martin. M, G und R. Ja. Tombe. Absolut korrekt. Ich habe gerade nach den Rubinen gegoogelt. George und hab so mitbekommen. Und oh, hier ist ja Elden Ring. Moment. Ja. Und ich war gerade ja. Kurz so, George, ey. D, da. Godric, Radan. Ja, Radar Beast, Radar Gon, Radar dies, Radar das. Aber pass Beast auf. Ist aber auch ein Gott und das hat ein E. Hallo? Ist es? Ist das Elden Beast ein Gott? Ich glaube, da kommt auch Gott erschlagen oder sowas, wenn man das gemacht hat. Da bin ich noch nicht. Also aller Götter kann eigentlich nicht bitte. Ganz passen, oder? Ja, dann, wenn Eda nicht ganz stimmt, aber, die, aber fast ja, alle heißen irgendwas G, R und M. Gut. Ich beschwere mich nicht. Ja. So, ich gehe aber bei dem Zelda-Ding voll mit. Ich habe Ocarina of Time und Majora's Mask so oft durchgespielt und immer, wenn ich drüber nachdenke, ich so 999 ist auf jeden Fall das Maximum, aber nee. Es gibt nur 500. So. Das war super wenig. Ja. Weil man damals auch nicht viel ausgegeben hat bei Ocarina of Time. True, ja. Mhm. So, letzte Frage. Kannst du leider nicht wählen. Ach so, ja, aber kann ich noch eine Kaffeepause reinhauen? Du könntest natürlich noch eine Kaffeepause reinhauen.
Sag mal, Katze, willst du noch eine Kaffeepause haben oder wärst du mir dann sehr böse? Auch bei der letzten Frage? Nee, dann nicht. Wenn du keine willst, dann nicht. Nö. Ach, dann lassen wir die Kaffeepause weg. Okay. Nee, dann lassen wir die weg. Ich aktiviere mein kein Risiko. Kann ich? Ja, oder? Das kannst du natürlich machen, klar. Verrückt. Machen wir an. Perfekt. Ja, dann könntest du Kaffeepause natürlich auf Philipp machen, ne? Aber Philipp passt mich eh schon, deswegen gehen wir schnell in die Frage rein. Yeah, ja, das ist gut. Können wir Kaffeepause auf dich machen und dann ist einfach eine Frage nicht vorgelesen? Nee, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Das geht überhaupt nicht. Schade. Was du machen kannst, ist die Ohren spitzen und mir gleich einen Titel nennen. Wobei in deinem Fall das bei Ohrwurm ganz oft nicht ideal war. Was? Aber ja, ihr hört in Track in 3, 2, 1. Das war's. Ich kenn's, aber ich weiß nicht woher. Ich kenn's auch. Ich hab ein Guess, aber. Hi. Items. Hi. Hi. Ja, hi. Also ich kenn's nicht. Deswegen würde ich sagen, es klingt sehr spacey, so grundlegend. Und Dinge, die ich spacey finde, wo ich so ein Konfi-Gefühl hätte, würde ich meine, Sommi hat es heute schon mal gesagt, Astroneer, würde ich behaupten. Ist ein guter Guess für diese Melodie. Ja. Ist ein guter Guess für diese Melodie. Finde ich Zombie, super, ja. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Sonst wäre es keine 300er Frage. Warum ist mein Button jetzt rot? Falsch, weil du nicht nochmal buzzern darfst. Divi! Ich gehe mal mit Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy? Nee, oder? Nee. Also, hat Zombie übernimmt. Irgendwie so ein. Ja, ich übernehme es, Mario. Nächste Show. Ja, ist ja voll in Ordnung. Okay. Ja, ist, aber richtig, Zombie ist nämlich falsch. Ich bin richtig? Okay, gib die Punkte. Das ist richtig falsch. Ja, richtig, du hast nur richtig, dass es falsch ist. Ich gebe euch 15. Können wir es nochmal hören? Komm, ist das letzte Ding. Ja, komm, ich geh dir ja, noch rein. Ich würde das aber bei vielen Spielen fühlen, so. Ja, ist sehr entspannt. Ja. Ich sage... Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was ich sagen will. Nein, mir fällt nichts ein. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe immer das Gesicht immer. Das Items für dich antworten. Killt mich jedes Mal. Items, gib mir einen Hinweis, ja. Ich hätte noch Immortal Phoenix Rising auf dem Schirm. Ich gebe dir einen Hinweis, es ist nicht Dead Space, das ist mein Hinweis. Welches Spiel kann denn so Chill-Musik haben? Aber es ist. Also, es ist nicht Stardew Valley, oder? Das ist eine gute Frage. Ich brauche eine Antwort in 3, 2, 1. Nee, ich will es einfach wissen, sag einfach. Nee, ist falsch. Minuspunkte. Ich hatte, oder? Hatte ich kein Risiko? Oh, du hast recht. Ja, gehen wir dir zurück. Entschuldigung. Flo, bitte Punkte zurückgeben. My bad. Joink. Es ist Dave the Diver. Oh. Ja. Dave the Diver ist sehr neues Spiel, wo alle immer sagen so, oh, übel underrated, übel krasses Indie-Game. Ja, da habe ich nur 40 Stunden drin. Das ist unfair. Ah, ja, es ist unfair, wirklich. Divi, du hast es gerade gespielt, ja? Ich habe es vor 3 Stunden gespielt, ja. Hi. Ja, der Soundtrack war von Dave the Diver. War gut, ich habe Scooter gehört, sorry. Bei so Soundtracks, die immer so chill sind, ist es so schwer, die zuzuordnen. Mhm. Ja. 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 Ja, auch bei vielen Spielen, vor allem so Indie-Games halt dann auch relativ ähnlich sind oft. Für mich hatte das voll die Mario-Vibes, wie so eine Mischung aus Galaxy und diese Schwimmlevel irgendwie. Keine Ahnung, ich habe mich da voll so. Aber ich finde, da merkt man auch so ein bisschen dran, was für eine Kunst ist, irgendeinen Soundtrack zu machen, der dann auch so richtig Wiedererkennungswert hat. So. Ja. Weil manche Sachen gibt's, die hört man eine Sekunde und du weißt sofort, was es ist, ohne Probleme. Cult of the Lamb. Cult of the Lamb, ja, aber so übel distinctive.
Und selbst solche Sachen wie hier Dingsbums Journey bleibt einfach nicht hängen. Das ist krass. Wenn du es so, ja, weißt du, so sehr hast, ruhig ist. Dir so, ne? Boah, geiler Soundtrack. Hörst du es wieder? Keine Ahnung, was das ist. Ja. Manchmal muss es, glaube ich, aber eigentlich rausstehen, sondern einfach so ein bisschen untermalen im Endeffekt. Aber ja, konnte niemand erraten. Weißt du noch, welcher Platz ich beim letzten Mal war? Bei Nintendo. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du hast am Ende so ein bisschen getankt, weil du dann so Joker gegen dich angesetzt hast und so. So ein bisschen, ja. Ich glaube Dritter. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, dann muss ich aber jetzt ab immer Dritter werden, ab jetzt. Ich glaube einfach, ja, immer Dritter. Aber es war am Ende relativ knapp. So, ne? Philipp hat einmal die Punktlandung geholt und das war ein Haufen Punkte. Und deswegen haben wir einen Endpunktestand, der sehr interessant ist. Items, du hast geführt. Und ich dann ein bisschen oft gebuzzert, du bereust nichts, es war sehr lustig, du hast sehr oft den Buzzer benutzt. Und es war sehr sympathisch. Leider den letzten Platz mit 1058 Punkten, aber du warst sehr oft vorne und ich glaube, ich hatte noch niemanden hier, der so viele Minuspunkte gescored hat und trotzdem noch ein Plus ist. Deswegen trotzdem sehr solide Leistung. Zombie wieder auf dem dritten Platz, 100 Punkte vor Adams mit 1950. Divi war einmal ganz kurz Erster. Hat sich gut zurückkämpft anfangs nach Minuspunkten. 2200 und Philipp, ja, der alte Brainlag-Champion, jetzt zum vierten Mal, glaube ich. Erster mit 3800 Punkten. Na, cash ein bisschen, wenn die doppelten Punkte rangehen. Und am Ende 1200 einstecken ist massiv. Ist stark. Die haben geschmeckt, ja. Die haben auf jeden Fall geschmeckt. Du bist beschissen worden mit Portal 2, sagst du. Ich finde es vollkommen gerechtfertigt. Ja, dafür habe ich Glück beim Schätzen gehabt. Das gleicht aber alles es macht aus dem ja... Leben, ne? Ausgleichende Gerechtigkeit, vielleicht Karma, so wer weiß. Gratulation, danke, dass ihr mitgespielt habt. Ich klatsche einmal für euch vier. Es war sehr cool. Ihr habt die meisten Dinge habt ihr beantwortet. Diesmal ist echt wenig offen geblieben, fand ich. Wobei, die 600er-Fragen waren echt oft ausgeblieben. Ich habe diesmal so ein paar Sachen mit reingenommen, die halt jetzt nicht so super krass Mainstream sind. Und das ist halt dann, es ist bei Gaming generell immer so. Man hat es halt gespielt schwer, ja. Oder man hat es halt nicht gespielt. Und ist schwer, Titel zu nehmen, wo man weiß, okay, mindestens einer von den vier Leuten hat es gespielt. Und da muss man ja trotzdem noch drauf kommen. Aber all in all war es trotzdem ganz gut, denke ich. Ja, war nice. Und ich hoffe, ihr hattet auch irgendwo Spaß. Ja, klar. Ja, war in Ordnung, ja. Sehr gut. Ist ein bisschen länger her gewesen, deswegen habe ich mir so ein bisschen schwer getan mit dem Backend. Kannst du mir den Button? Weil die Buttons immer so, die Buttons sind überall. Überall verteilt, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich gebe dir den Buzzer nicht frei Items. Das kann ich im System nämlich gar nicht machen, wenn. Warte. Oh doch, das geht. Nein. Jetzt. Nein. Buzzerst aber auch nicht. Ich will ja auch nicht buzzern. Ich will ihn screenshotten. Das ist mein Freund. Ach so. Ich will ihn retten. So, ja, Screenshot. Hier, Buzzer kopiert. Frei. Let's go! Ja, ich danke euch fürs Mitspielen. Ich danke den einzelnen Chats fürs Zugucken. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Nächstes Brainlag dauert noch ein bisschen und wird dann wahrscheinlich wieder irgendwas Allgemeinwisseneres Dingenskirchen sein. Aber wir sehen uns bestimmt auch nochmal irgendwann in irgendeiner Folge. Und ich wünsche euch eine gute Streams, falls ihr weiter streamt. Wer streamt denn von euch noch weiter? Ich frage einfach mal in die Runde. Ich nur ganz kurz, noch ein bisschen so. Zombie, ich mach auch noch weiter. Kurz. Philipp macht noch weiter. Divi, Items. Ich lösche jetzt meinen Kanal sogar. Schulterzucken. Items löscht seinen Kanal. Er ist einfach. Er ist über die Karl, aber gut. Was war's für uns jetzt? Ja, guckt bei allen vier vorbei. Lasst ein Follow da und guckt vielleicht mal vorbei. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich bei euch fürs dabei sein und danke, Sie wir hören uns. Ja. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ui.